Schönen guten Abend. Das war die Gerechtigkeit. Ich bin Florian Wenninger. Ich darf Sie namens der Arbeiterkammer sehr herzlich heute Abend bei uns begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich unseren Hauptredner heute Abend, Philipp Theer. Und ich möchte jetzt nicht der Einleitung, der Vorstellung durch Peter Huema zuvorkommen, aber ich möchte die Gelegenheit trotzdem kurz nützen, um Ihnen zu verraten, warum ich Philipp Theer für so einen spannenden Wissenschaftler halte. Auf der einen Seite ist er natürlich eine geradezu beängstigende Produktivität. Er hat ein breites Interessensgebiet, das reicht von der Kulturpolitik über die Musik- und Theatergeschichte bis hin zu Homogenisierungstendenzen im europäischen Nationalstaat. Und schlussendlich, auch das hebt ihn in der historischen Zunft ein bisschen hervor, wagt er sich bis in die jüngste Vergangenheit in seiner Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus. Und in diesem Zusammenhang hat er 2014 das Buch zur neuen Ordnung auf dem alten Kontinent geschrieben, eine Geschichte des Neoliberalismus, an die ein Stück weit auch das Buch, das den Anlass für den heutigen Abend bietet, anknüpft. Ausgehend von Karl Polanyi und seiner These von der Great Transformation im 19. Jahrhundert, also dem Vorschieben des Marktes in die Gesellschaft, könnte man sagen, untersucht Theer an verschiedenen Beispielen, in verschiedenen Essays, die Neoliberalisierung der westlichen und nicht nur der westlichen, auch der östlichen Welt seit 1989. Er tut es in einer überaus anregenden, spannenden, vielfältigen Art und Weise, und ich möchte jetzt gar nicht lange hier unsere Zeit strapazieren. Ich freue mich auf seinen Beitrag, auf seinen Input, und ich freue mich auf seinen Sparring-Partner Peter Huema. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich, dass Sie dem Coronavirus so vorbildlich standhalten und heute Abend da sind. Und ich freue mich, dass mein Gesprächspartner heute Abend Philipp Theer ist, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien und 2015 ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse für dieses eben zitierte Buch »Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent – eine Geschichte des neoliberalen Europa«. Philipp Theer hat in Harvard unterrichtet, am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, und er hat 2019 die höchste wissenschaftliche Auszeichnung erhalten, die in Österreich vergeben wird, nämlich den Wittgenstein-Preis. Und bald danach ist dann sein neues Buch erschienen, Das andere Ende der Geschichte über die große Transformation. Philipp Theer wird jetzt zunächst referieren und dann folgt das Gespräch. So, guten Abend. Ich bin hier so hell ausgeleuchtet, dass ich Sie gar nicht so gut sehen kann. Was ich normalerweise bevorzuge, ich lege jetzt hier eine Stoppuhr hin, damit ich nicht zu lange rede, hoffentlich auch nicht zu schnell, sonst im Servicefall können Sie mich auch unterbrechen. Ja, also herzlichen Dank erstmal für diese Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sprechen darf, und ich hätte in der Tat nicht damit gerechnet, angesichts der allgemeinen Viruspanik, dass hier so ein zahlreiches Publikum kommt. Der Titel des heutigen Vortrags ist angelehnt an dieses kleinere grüne Buch, Das andere Ende der Geschichte über die große Transformation seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Nun, im Jahr 1989, das erinnern wir alle als das Jahr des Mauerfalls und eben das Ende des Eisernen Vorhangs, da schrieb der amerikanische Politologe Francis Fukuyama einen sehr berühmten Aufsatz, und den hat er betitelt Das Ende der Geschichte. Und seiner Ansicht nach
sollte nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus eigentlich nur noch ein System übrig bleiben, nämlich die liberale Demokratie, gekoppelt mit einer völlig freien Marktwirtschaft. Diese Schlussfolgerung hat er gezogen nach dem Sieg, oder besser gesagt dem vermeintlichen Sieg des Westens im Kalten Krieg. Und ja, einerseits war diese Message an die Welt gerichtet, also an das postsozialistische Europa, andererseits und noch viel mehr an die Amerikaner und den Westen. Dieser Aufsatz ist also voller Polemik gegen die gemäßigte Linke, die Fukuyama ebenfalls auf dem Müllhaufen der Geschichte verortet hat. Nun, steile These, das kommt öfter vor, aber dieser Essay war damals keine Einzelmeinung. Neokonservative und nach unserem Sprachgebrauch eher neoliberale Ideen flossen in den sogenannten Washington-Konsensus ein. So, also der Konsens von Washington, was war das? Das war eine Einigung auch 1989 von internationalen Finanzorganisationen, also IWF, Weltbank, US-Finanzministerium, noch einige amerikanische Kongressabgeordnete. Und ja, die haben eben sich 1989 auf so eine Art globale Wirtschaftsrezeptur geeinigt. Also ein Konsens, was alle so machen sollen. Und also auch da kann man wieder erkennen, 1989 ist eigentlich ein globaler Event. Ja, eben nicht nur Mauerfall oder bei uns im Burgenland Fall des Eisernen Vorhangs, sondern etwas Breiteres, Globales. Nun, dieses Standardprogramm, das war eine Art Standardrezept, vor allem für Länder mit hoher Auslandsverschuldung und mit sehr hoher Inflation. Zugleich wurden da aber so Leitideen festgelegt für eine ökonomische Transformation. Transformation ist ein bisschen sperrig als Begriff, aber damals, 1989, wurde das verstanden als Wandel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft und eben von der Diktatur zur Demokratie. Dieser Washington-Konsensus war erstmal inspiriert übrigens von Lateinamerika, vor allem von Chile, also eine Art neoliberalen Vorreiter, aber wurde dann eben angewandt auf das postsozialistische Europa. Und er enthielt insgesamt 10 Punkte, ich nenne nur die wichtigsten. Erstmal Austeritätspolitik, also genannt makroökonomische Stabilisierung, aber eigentlich ging es dort auch um eine Sparpolitik. Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, Privatisierung von Staatsunternehmen. Damals mit Blick auf die staatssozialistischen Länder hatte das natürlich einen gewissen Sinn, ja, weil es nicht sinnvoll war, ganze Volkswirtschaften unter staatlicher Regie zu führen. Und dann noch weitere Punkte: Liberalisierung, Deregulierung und im Englischen Foreign Direct Investments, also ausländische Direktinvestitionen. Das war eigentlich eine Chiffre für den globalen Finanzkapitalismus. Ich hoffe, dass ich jetzt Sie nicht zu sehr mit all diesen Begriffen überfordere. Natürlich kann man das dann auch in der Diskussion dann nachfragen. Oder ich, wie gesagt, ich habe schlechte Sicht, sonst könnten Sie auch jetzt schon fragen. Ja, also das war eigentlich so der Grundbaustein der neoliberalen Ordnung, die allerdings dann Ende der 90er Jahre einen neuen Dreh bekam, sich radikalisiert zugespitzt hat. Da ging es dann schon um die Privatisierung erneut, aber nun von staatlichen Kernkompetenzen. Altersvorsorge, Pensionssysteme, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Schulen etc. Und um die Deregulierung nun der internationalen Finanzwelt, der globalen Finanzströme. Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt, das sind so weltweite Veränderungen, aber zum Beispiel, was jetzt in Österreich angekommen ist, war Fremdwährungskredite. Ja, plötzlich durften in Österreich mehr als 250.000 Bürger Kredite, Privatkredite in fremden Währungen aufnehmen, um ihre Immobilie zu finanzieren, und wahrscheinlich wissen einige von Ihnen, wie das geendet hat. Denen ging es dann ein paar Jahre später nicht mehr so gut. Ein weiteres Element dieser radikalen Phase des Neoliberalismus war Flat-Tax-Schemen. Das hat Österreich nicht betroffen, nicht wirklich tangiert, aber also Einheitssteuersätze für Unternehmen, für alle Einkünfte, von denen logischerweise Großverdiener mehr profitieren, während Kleinverdiener draufzahlen. Was war das Ziel all dieser Maßnahmen? Mehr Wachstum durch einen entfesselten Kapitalismus. Nun, Transformation wurde nach 1989 eigentlich erstmal für das östliche Europa verwendet. Also auch die Transformationsforschung bezieht sich meistens auf das östliche Europa. Aber, wie jetzt bereits schon dargestellt, das betraf dann eigentlich die ganze Welt und eben vor allem auch den Westen in Gestalt der erwähnten Privatisierungen.
aber dann auch in Gestalt von Sozialreformen. Sozialstaatsleistungen wurden in vielen Ländern gekürzt und stärker konditioniert. Was heißt das? Unter bestimmte Auflagen gestellt, also man musste Bedingungen erfüllen, um Sozialleistungen zu bekommen, die man vorher eigentlich so nicht erfüllen musste. Ein uns sozusagen naheliegendes Beispiel, auch geografisch, waren die Sozialstaatsreformen in Deutschland, benannt nach einem ehemaligen Volkswagen-Manager, ein Sozialdemokrat, Peter Hartz, die Hartz-Reformen. Also da zum Beispiel sollte es gar keine Arbeitslosen mehr geben, von denen es damals sehr viele gab in Deutschland, über 5 Millionen, sondern nur noch aktive Arbeitssuchende. Ja, so steht das tatsächlich auch in manchen in den Gesetzestexten drin. Und was war das Ziel? Die Mobilisierung eben dieser Arbeitslosen, aber generell der Werktätigen, ja, dass die flexibler werden, mobiler, dorthin ziehen, wo es die Arbeit gibt und so weiter. Auch das war aus der damaligen Zeit gesehen in mancher Hinsicht vorausschauend. Also zum Beispiel wusste man schon, es gibt diesen demografischen Wandel. Ja, also man wird Arbeitskräfte brauchen in absehbarer Zeit. Also insofern hatte das auch gewisse Gründe, ja, diese hohe Arbeitslosigkeit etc. Aber die Frage wiederum bei dieser Mobilisierung ist eben nach dem Wie. Ja, mit welchen Methoden. Da gab es einen Slogan, der hieß Fördern und Fordern. Vor allem stand eben dann das Fordern im Vordergrund. Es war letztlich eine Mobilisierung durch Androhung entweder von Armut, Verarmung oder von sozialen Abstieg. Also wer die Bedingungen des neoliberalen Staates nicht mehr erfüllte, beispielsweise eben auch geringer qualifizierte oder nicht der Qualifikation entsprechende Arbeitsplätze nicht annahm, musste mit Sanktionen rechnen und bekam dann eben reduzierte oder nur noch sehr geringe Sozialleistungen. Ich habe gerade diesen Begriff benutzt, Androhung von Armut. Das betraf vor allem das östliche Europa. Also dort waren die sozialen Einschnitte so tief, dass wer dort arbeitslos war, beispielsweise in der Slowakei oder in Polen, wo es besonders viele Arbeitslose gab, eine Zeit lang bis zu 20%, also wer dort keine Arbeit hatte oder eben keine anderen Verdienstquellen, blieb tatsächlich auf der Strecke, stand vor dem Nichts. Ähnliche Mechanismen, nicht ganz so drastisch, weil das Wohlstandsniveau höher war, sehen wir auch in den USA und in Großbritannien. Da gab es die Sozialreformen von Clinton, Präsident Clinton, und dann New Labour von Tony Blair. Und auch dort war eben diese Konditionierung das Leitmotiv, also dass man letztlich den Arbeitslosen oder anderen Sozialtransferempfängern mehr abverlangt. Und auch dort war es so, wer sich dann nicht an die Regeln angepasst hat, stand letztlich vor der Armut, beziehungsweise hat Armut erlebt. In Österreich und Deutschland ist das so, oder auch in Frankreich, ist das so nie umgesetzt worden. Und überhaupt angesichts des Wohlstandsniveaus kann man nicht von einer, also im Vergleich zu diesen osteuropäischen Ländern, nicht von einer absoluten Armut sprechen, aber durchaus von einer relativen Verarmung, also innerhalb der Gesellschaft. Und eben auch von sozialen Abstieg für die, die davon betroffen waren. Generell war damals zu beobachten, seit den Nullerjahren, dass die Mittelklasse eher schrumpft, die untere Mittelklasse ausfranst und vor allem aufgrund dieser neuen Anforderungen Angst bekommen hat. Und ja, diese Politik der Angst, Ruth Wodak hat da ein Buch geschrieben, sogar mit diesem Titel Politics of Fear, das hat uns dann auch die folgenden Jahre und Jahrzehnte begleitet. Ein weiteres Kennzeichen dieser neoliberalen Ära, eigentlich von Anfang an muss man sagen, war ein antipolitischer Argumentationsmodus. Also Margaret Thatcher hat Mitte der 80er den Leitspruch erfunden, There is no alternative, abgekürzt TINA. Also diese Reformen wurden immer verkauft als alternativlos. Übrigens, dieses Wort alternativlos findet sich dann, wie gesagt, bei Clinton, bei Blair, auch noch bei Gerhard Schröder und bei anderen Politikern in Europa. Seit 2016 und auch in anderen Ländern zuvor, seit den großen Siegen der Rechtspopulisten, gibt es einen Diskurs über die Krise der Demokratie, als ob das etwas Neues sei. Aber wenn man sich das genauer ansieht, was für Folgen diese Politik hat, muss man eigentlich sagen, gab es diese Krise der Demokratie schon früher.
Und diese Politik, also auch dieser Argumentationsmodus, hat zu einer Demobilisierung der Wähler geführt. Das ist ja erstmal paradox. Ja? Also einerseits Mobilisierung für den Arbeitsmarkt durch all diese Auflagen, andererseits aber Demobilisierung für die Demokratie. Man kann das erkennen an der sinkenden Wahlbeteiligung. Beispielsweise in Polen nach der Jahrtausendwende unter 50%, ähnlich in den USA. Also wirklich lebendige Demokratien waren das dann logischerweise nicht mehr, wenn nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung zum Wählen geht. Nun komme ich zum eingangs schon erwähnten Karl Polanyi, dem Autor von The Great Transformation, was dann in den Haupttitel meines Buches eingeflossen ist, Die große Transformation. Wie schon erläutert, ist das eine Analyse des Kapitalismus im langen 19. Jahrhundert und auch der Globalisierung dieses Kapitalismus, überwiegend am Beispiel Englands und teilweise auch noch andere Länder der westlichen Welt. Karl Polanyi hat einen Begriff geprägt, globaler Laissez-faire-Kapitalismus. Laissez-faire bezieht sich auf die Arbeitgeber bzw. auf die Eigner von Kapital, die eben ziemlich machen konnten, was sie wollten, Börsenspekulanten ebenso. Und Kapitalismus ist natürlich eher klar. Dieser Begriff ist auch ziemlich lang, ein wenig sperrig, aber ich würde sagen, man kann ihn mehr oder weniger als Synonym für das verwenden, was man nach 1989 als Neoliberalismus bezeichnet hat. Polanyi kam in seinem langen Buch, eigentlich ja, eine historische Soziologie mit anthropologischen Elementen, vor allem zu dem Schluss, dass dieser globale Laissez-faire-Kapitalismus zu viele Menschen erniedrigt und entwurzelt hat. Und dann eine weitere Schlussfolgerung, dass genau das ein Bedürfnis nach sozialem Schutz erzeugt und politische Gegenbewegungen. Wohin diese Gegenbewegungen führen, also wo das endet, das hat er im Gegensatz zu Fukuyama offen gelassen. Und bei Polanyi gibt es im Grunde genommen zwei Szenarien. Entweder eine Wendung nach links, also man kann das auch als Pendelbewegung ansehen, ja, von diesem globalen Laissez-faire-Kapitalismus zu, eben zum demokratischen Sozialismus. Das ist das, was er sich gewünscht hat. Und was es dann vielleicht in mancher Ausprägung in den 70er Jahren, beispielsweise auch in Österreich, in einer gewissen Annäherung mal gegeben hat. Im östlichen Europa natürlich nicht, da wurde genau diese Idee des Sozialismus delegitimiert. Aber es gibt bei Polanyi auch noch sozusagen das andere Szenario, was dort eingebaut ist, und das ist die Wende nach rechts, hin zu einem protektionistischen Nationalstaat, wobei diese Nationalstaaten dann nach Polanyi auch sozusagen immer mehr in Konflikt miteinander geraten, also das ist ein bisschen nahe an so Imperialismustheorien, aber auch hin zum Faschismus. Das ist übrigens das, was er als mehrfacher Emigrant in den 20er und 30er Jahren dann selbst erleben musste. Also sein Buch ist sehr stark unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und des Aufstiegs des Faschismus geschrieben. Nun zurück in die heutige Zeit. Polanyi wurde und wird immer viel diskutiert, wenn diese kapitalistische Ordnung in Krisen gerät. Und die große Krise von 2008, 2009 liegt ja gar nicht so lang zurück. Also auch da wurde er dann wieder mehr gelesen. Diese Krise, was war erstmal die unmittelbare Auswirkung, dass sie diese neoliberale Ordnung, also vor allem diese radikale Version, ab den späten 90ern wirklich gründlich delegitimiert hat. Ich glaube, auf den Verlauf der Krise selber werde ich auf Zeitgründen jetzt nicht so lange eingehen, aber was waren dann die Reaktionen darauf? Gelöst, wenn man so will, wurde die Krise durch ein Bündnis von gemäßigter Linke, auf jeden Fall in den USA, Obama und der Wall Street. Also es gab auch etliche Minister, Finanzminister etc., die von der Wall Street kamen oder wieder zurückgingen. Also wirklich ein sehr enges Bündnis. Und es kam dann eigentlich ja, zu einer weiteren Infusion von Kapital. Also gerettet hat man ja primär die Finanz- und Bankenwelt, die das alles verzockt hatten oder in gewisser Hinsicht mit ihren
angeblich innovativen Produkten diese Krise ja verursacht hatten. Also das war das eine. Nun, das mag man kritisieren, ja, diese Art der Rettung, aber es kam immerhin zu keiner Wiederholung des Szenarios aus den 30er Jahren. Es gab eine gewisse Kurskorrektur, eine teilweise Rücknahme der vorherigen Deregulierung, also vor allem auf den internationalen Finanzmärkten und der Liberalisierung. Beispielsweise haben auch die osteuropäischen Staaten, die meisten, dann diese Flat Tax, also diese Einheitssteuersätze zurückgenommen. Aber was ausgeblieben ist, war ein grundlegender Kurswechsel. Das wurde übrigens nach 2009 durchaus kritisiert, beispielsweise von Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und ein Neo-Keynesianer, dessen Meinung vor 2008 eigentlich nicht so wirklich durchgedrungen ist, aber dann mit aller Macht. Es gibt übrigens auch von ihm ein neues Buch. Also er hat das kritisiert, dass es zwar so eine teilweise Korrektur gab, aber keine wirkliche Wende. Es kam dann im Laufe der Jahre zu einem politischen Fallout und hier kann man das Annus Mirabilis, wenn man es so etwas idealisiert bezeichnen möchte, 1989 zu einem Annus Horribilis, zu einem Jahr des Schreckens 2016 in politischer Hinsicht. Schon 2015 gab es den Wahlsieg der Rechtskonservativen und Rechtspopulisten in Polen und bald darauf folgte, das wissen Sie auch alle, Großbritannien mit dem Brexit und dann die USA mit dem unerwarteten Sieg von Donald Trump. Nun, warum sind denn diese Länder so weit nach rechts gekippt? Und da gibt es schon eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Staaten. Also, das ist alles ein bisschen komplizierter dann immer im Detail. Wahlsysteme, Formen der Demokratie etc. Aber was diese drei Staaten tatsächlich vereint, ist, dass sie sich alle dem Neoliberalismus zuvor besonders weit geöffnet hatten. Und das ist jetzt keine Floskel, ja, wieder mal irgendeine gefällige Neoliberalismuskritik, die man schon ein paar Mal gehört hat, sondern man kann es auch anhand von harten Daten nachweisen. Beispielsweise in Bezug auf die soziale Ungleichheit, aber auch die soziale Durchlässigkeit, die Aufstiegschancen und, das wird oft weniger beachtet, die regionale Ungleichheit. All das ist seit Mitte der 90er in diesen Ländern sehr stark gestiegen. Und eben, wie Polanyi schon schrieb, zu viele Menschen wurden dadurch benachteiligt oder vielleicht tatsächlich entwurzelt und auch von diesem System entfremdet. Da sind wir nun schon dabei bei der Frage, warum sind denn überhaupt Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten, das geht meistens zusammen, warum sind die denn überhaupt so attraktiv? Im Begriff des Populismus steckt ja so ein bisschen eine Note der Anpassung drin, ja, als würden die sich an Volkes Meinung anpassen und dem Volk quasi aufs Maul schauen, auf was sich ja auch ein Trump beispielsweise beruft. Aber nun, das Erste, was diese Rechtspopulisten schon mal gemacht haben, war, dass sie sich überall als Alternative zum herrschenden System verkauft haben. Natürlich sind sie Teil des herrschenden Systems, aber allein diese Tatsache, dass sie so behaupten konnten, ja, es gibt eine Alternative, hat etwas mit der vorherigen Behauptung der Alternativlosigkeit zu tun. Gibt es einen Zusammenhang. Was sie dann an Politik geboten haben, ist ein Bündel von Schutz- und Sicherheitsversprechen. Das beginnt schon mal mit Schutz vor internationaler wirtschaftlicher Konkurrenz. Daher, Brexit ist ein Paradebeispiel, aber auch eben Trump, mit all diesen Handelskriegen, eine ganz klare und starke Wendung gegen den Freihandel. Zweitens, ein weiteres Versprechen, immer Schutz vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Und daher diese starke Wendung einerseits gegen Arbeitsmigranten, aber sogar noch stärker gegen Flüchtlinge. Warum? Auch Flüchtlinge sind ja potenziell eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und sie kommen als Habenichts an. Also von daher eben auf jeden Fall dieses Schutzversprechen gegen, ganz allgemein gesagt, Migranten. Ein weiteres Schutzversprechen bezog sich auf die innere Sicherheit, also das Versprechen, Schutz vor Terror zu bieten, der seit einigen Jahren ja nur noch selten ohne diesen Zusatz islamistisch oder, es wird auch nicht mehr wirklich auseinandergehalten, ohne den Zusatz islamisch erwähnt wird. Dass es noch ganz anderen Terror gibt und dass der in den USA und auch in einigen europäischen Staaten sehr viel mehr Menschenleben gefordert hat, nämlich der rechtsextreme Terror, das kommt da meistens weniger vor.
Ein weiteres Schutzversprechen bezieht sich auf, was meist vage definiert als nationale Werte bezeichnet wird. Und dann letztlich auch ja, ein traditionelles Familienbild mit einer klaren Rollenverteilung der Geschlechter. Insgesamt, wenn man das zusammenfasst, kann man meines Erachtens ein stringent illiberales Weltbild erkennen. Ich komme zum Abschluss. Welchen Zusammenhang gibt es hier zum Neoliberalismus? Also führt denn ein direkter Entwicklungsweg vom Neoliberalismus zum Illiberalismus? Da bin ich immer etwas skeptisch, weil, wie gesagt, man bei dem Neoliberalismus nun auch keinen Popanz aufbauen soll, in den man alles Schlechte reinsteckt, um dann draufzuschlagen. Das ist nicht so sehr produktiv. Alles lässt sich zumindest ein Stück weit auch immer aus der jeweiligen Zeit heraus erklären. Erklären heißt nicht unbedingt rechtfertigen. Und überhaupt habe ich als vergleichender Sozialhistoriker, das ist letztlich das, was ich mache, eine gewisse Skepsis gegen monokausale Erklärungen. Was heißt das monokausal? Hier ist die Ursache, dort ist die Wirkung, ja, mit einem direkten Zusammenhang. Also deswegen beispielsweise habe ich auch immer wieder angeschrieben gegen diese simplistische Erklärung. Erst kommt die Schocktherapie, Polen, andere Länder, und dann kommt Wachstum und Wohlstand. Das kann man übrigens sogar widerlegen. Aber also nur als Beispiel, ja, warum das sozusagen ein bisschen schwierig ist mit so ganz einfachen Erklärungen. Der Illiberalismus war in mancher Hinsicht auch eine Antireaktion auf den Neoliberalismus. Zum Teil habe ich das ja schon erläutert. Also zum Teil ging es auch um eine Repolitisierung von Wirtschafts-, Sozial-, Gesellschaftspolitik. Also einfach eine Wendung gegen diese scheinbare Alternativlosigkeit. Populistische Parteien, ob nun von links oder von rechts, haben sehr stark von Proteststimmen profitiert, zunächst. Beispielsweise von den Transformationsverlierern im östlichen Europa. Also auch da kann man sagen, war es eher eine Antireaktion. Aber zugleich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten. In diesen Anforderungen, in dieser Androhung von Armut oder sozialen Abstieg steckt eine gewisse Portion Menschenverachtung. Und diese Menschenverachtung, die findet man danach auch. Einerseits nach wie vor gegen Unterschichten, da braucht man nur hören, was ein Trump über Obdachlose sagt, aber vor allem gegen Fremde. Also man tritt nicht nur nach unten, sondern man tritt vor allem zur Seite. Und da werden auch Menschen als fremd definiert, die eigentlich gar nicht mehr fremd sind, die vielleicht vor 30, 50 Jahren, also vor zwei, drei Generationen zugewandert sind. Und oft ist eben auch die Sprache sehr menschenverachtend. Es gibt auch eine Kontinuität beim Schüren von Ängsten. Früher eben eher die Angst vor sozialem Abstieg und nun vor allem Angst vor Fremden, vor Migranten. Eine weitere Kontinuität liegt in der Ablehnung kritischer Diskurse. Wie gesagt, mehrfach erwähnt, ja, diese Behauptung, etwas sei alternativlos, das ist ja letztlich ein Totschlagargument. Und ja, wenn man heute von Fake News spricht, oder ich kann auch mal aus Mails zitieren, die mich manchmal erreichen an der Uni, also was man da so Schönes zu hören bekommt, aber eben auch wirklich von recht hochrangigen Politikern, dann gibt es eine Ablehnung kritischer Diskurse. Ja, Kritik will man nicht hören. Punkt. Und darin liegt letztlich eine autoritäre Tendenz insofern ja, ein antidemokratisches Element. Übrigens, deswegen kann es auch keine illiberale Demokratie geben. Das ist ein Widerspruch in sich. Leider haben das auch nicht alle Politiker in Österreich wirklich durchschaut, dass das so nicht sein kann. Ja? Also in ihrer Hinwendung an die gegenwärtige ungarische Regierung. Ja, ich habe den Abschluss schon angekündigt, jetzt sind auch die 25 Minuten herum, die mir gegeben wurden. Vielleicht nur noch ganz kurz, das war jetzt eher abstrakt, ich bin so zwischen Ländern gesprungen. Im Buch ist das etwas besser gegliedert, also es beginnt eigentlich mit den USA, dann gibt es eine lange Behandlung von Deutschland, eben diesen Reformen, also erst nach 89, dann was ist denn eigentlich dann die Radikalisierung dieser Reformen, zweite Phase Neoliberalismus, etwas über Italien. Italien ist deswegen besonders wichtig, weil auch in diesen Debatten über den Rechtspopulismus ist ja manchmal der Eindruck entstanden, das sei alles neu.
Gut, Österreicher wissen das natürlich nicht neu, ist klar, seit Haider kennen wir das nur zur Genüge, aber in Italien hat ja ein Rechtspopulist regiert. Und zwar sehr, sehr lange, länger als jeder andere Ministerpräsident, nämlich Berlusconi. Und ja, da war es mir dran gelegen, mal zu untersuchen, auch anhand wirklich von harten Zahlen. Was ist denn die Auswirkung, wenn so jemand regiert? Die Schlussfolgerung ist leider betrüblich, ja, weil man kann wirklich zeigen, wie dieses Land heruntergewirtschaftet wurde. Und dann geht es natürlich um viele weitere Länder, aber auch Ursachen und letztlich über das, was man als den westlichen Triumphalismus nach 1989 zusammenfassen kann, der uns eben jetzt seit einer Weile auf die Füße fällt. Aber das muss nicht so bleiben. Damit schließe ich jetzt und freue mich auf die Diskussion. Danke. Sie wollen da, oder? Also, ich soll da. Ja. Okay, gut. Herr Theer, ich fange mit einer aktuellen Meldung aus der Zeitung an. Der tschechische Premier Babiš hat die tschechischen Mitglieder einer EU-Untersuchungskommission, die gekommen ist, um in der Tschechischen Republik die Korruption zu untersuchen, was natürlich auch Herrn Babiš selber ganz stark betrifft. Und Babiš hat nun diese tschechischen Mitglieder der Untersuchungskommission, der EU-Kommission, als Vaterlandsverräter bezeichnet. Und ich habe mich gefragt, ob die Korruption in den Staaten jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs im Kern oder strukturell etwas tiefer sitzt oder ob das ein Vorurteil ist. Also die Korruption jetzt mal nach 89, die ist eine Begleiterscheinung von Privatisierungen. Und da gibt es einen, kann man sagen, klaren systemischen Zusammenhang. Ja. Also in Österreich, BUWOG etc., ich glaube, also es ist nicht spezifisch für das östliche Europa, aber das wissen hier auch alle, glaube ich. Letztlich, Korruption beruht auf zwei Elementen. Erstens, es ist versteckt, also nicht transparent, der Geschäftsvorgang, und zweitens, dabei fließen Gelder zum Schaden Dritter und vor allem des Staates. Das ist Korruption. Gibt es auf kleiner und sehr großer Ebene. Viel spricht man über die kleine Korruption, aber die größere ist natürlich die gefährlichere. Und diese Korruption war eine stete Begleiterscheinung all dieser Privatisierungen. Es kommt dann darauf an, wie stark und wie etabliert eigentlich der Rechtsstaat schon ist. Da hat natürlich die alten Demokratien und die älteren Rechtsstaaten einen Vorteil gegenüber den neuen. Ja. Wo die Richter zum Teil, muss man ja auch sagen, noch aus der Zeit des Staatssozialismus standen, zu einem Großteil. Und der wurde am Ende seiner Existenz ja auch immer korrupter. Also insofern gibt es auch eine Vorgeschichte vor 89. Und jetzt die Frage zu Babiš. Da bin ich immer ganz gut im Bilde, weil ich doch einige tschechische Verwandte habe und die dann, die gehen immer zum Demonstrieren, immer wieder, ja, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollen mit diesen Vaterlandsverrätern. Ja, also das war vielleicht ein bisschen eine panische Attacke. Das ist natürlich Unsinn. Also es geht darum, dass er sich ja persönlich bereichert haben soll. Es ist noch nicht wirklich gerichtsfest, aber es sieht danach aus. Ja. Also wie heißt es immer so? Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Aber also diese juristische Schlinge zieht sich ja doch immer enger um seinen Hals und dagegen wehrt er sich jetzt eben mit allen Methoden. Gut. Aber ich bin mal gespannt, in diesem speziellen Fall, was dann die EU-Kommissarin sagen wird, nämlich Frau Jourová, die eigentlich auch in seiner Partei ist, aber durchaus eine kritische Haltung dazu hat,
was die dazu sagen wird. Die ist nämlich für Rechtsstaatlichkeit unter anderem zuständig und mal sehen, wie das ausgeht. Gut, korrekterweise müssen wir dazu sagen, das habe ich mir gesagt, als ich die Frage überlegt habe, dass wir natürlich in Österreich im Schatten des größten Korruptionsskandals der Zweiten Republik stehen mit den Eurofightern und möglicherweise oder wahrscheinlich auch des größten Justizskandals der Zweiten Republik. Also das muss man mit hineinnehmen, wenn man sich fragt, wie schaut denn das aus mit der Korruption jenseits des Eisernen Vorhangs. Den gibt es ja nicht mehr. Ja, aber es gibt schon dazu eine Zusatzfrage. Sie kennen wahrscheinlich die Theorie, dass der ungarische Premier Orbán dieses nationalistische Brimborium und alle diese Streitigkeiten, die er mit der EU beginnt, nur deswegen führt, um den gigantischen Diebstahl der EU-Gelder zu verheimlichen und zu vernebeln. Ich meine, es scheint relativ festzustehen, dass das ungarische Regime wirklich eine Kleptokratie ist. Und damit die nicht beim Stehlen erwischt werden, machen sie all das, diese Streitigkeiten mit der EU und die ungarische Ehre und was immer. Und in Wirklichkeit geht es aber um die Verheimlichung eines gigantischen Diebstahls. Das ist die Vermutung. Ja, also jetzt nochmal bezüglich auf die Tschechische Republik, da gibt es auf jeden Fall noch und ich denke auch weiterhin eine intakte Justiz. Ja? Mhm. Deswegen muss er ja auch so schimpfen. Ja? Und es gibt wirklich abweichende Meinungen und diese abweichende Meinung ist relativ mächtig. Mhm. So, dann versucht man halt die zu Vaterlandsverrätern abzustempeln. Das hat sozusagen ein Orbán gar nicht mehr nötig, weil in Ungarn gibt es keine unabhängige Justiz mehr. Mhm. Und es gibt auch kein wirklich unabhängiges Parlament mehr. Zum Beispiel das Budgetrecht, ja, eine Errungenschaft notabene der Revolution von 48, 49. Daran muss man die Ungarn gelegentlich erinnern. Damals kam ja die Demokratisierung von dort. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, und Orbán war mit dabei am Anfang. Naja, 89 nicht, aber auf jeden Fall. Ich meine jetzt im 19. oder 1849, jedenfalls, Entschuldigung, ich bin Historiker, da muss man immer in solchen langen Perioden, denkt man da manchmal, auf jeden Fall hat das ungarische Parlament heute eben keine uneingeschränkten Budgetrechte mehr, da gibt es alle möglichen Nebenetats und die dienen in der Tat zur Finanzierung einer gigantischen Parteimaschinerie, nämlich von Fidesz und da gibt es Korruption von oben bis unten. Die ist aber im Übrigen in Ungarn, das ist auch interessant, die ist ja sehr offensichtlich. Also das Fußballstadion im Heimatort, wer sind dort die Oligarchen, also nicht irgendwelche Menschen, die in den 90er Jahren wie auch immer Kapital akkumuliert haben, sondern eben irgendwelche Freunde oder Freunde von Verwandten, von engen Verwandten. Das ist ja sehr, sehr offensichtlich und es liegt eben daran, weil die Gewaltenteilung aufgehoben ist und insofern ist es auch gelungen, ja, diese EU-Gelder einzusparen. Die waren in dem Sinne eigentlich kontraproduktiv, was in Ungarn ja auch viele kritisieren. Ja. Konsequent wären Sie dafür, dass die Fördergelder der EU unmittelbar an Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sind? Also da muss ich jetzt Bescheid sagen, ich bin Historiker, ja. Und das müsste man, diese Frage muss man natürlich an die EU richten und vor allem an die EVP, also das Bündnis der europäischen konservativen Parteien. Die müssen das beantworten und die haben ja vieles immer noch nicht ausgeschlossen. So, insofern liegt eine politische Nicht-Antwort vor. Mhm. Und das ist für eine EU-Kommission, die wiederum von einer Vertreterin der gleichen Parteienkoalition geführt wird, natürlich ein gewisses Problem. Ja? So also die haben dann wahrscheinlich Schwierigkeiten dagegen vorzugehen. Ja, und was kann die EU dagegen tun? Also es gibt ja diese rechtsstaatlichen Sanktionen, Stimmrechtsentzug und derlei Dinge. Ja? Aber das wirkt bei prinzipiell antilegalistisch, also gegen den Rechtsstaat eingestellten Regimen, natürlich nur bedingt. Finanzielle Sanktionen würden sicherlich weit mehr bewirken. Und es muss natürlich eine Kontrolle über diese Ausgaben geben. Ja, die werden ja von Steuergeldern finanziert. Unter anderem ist Österreich Nettobeitragszahler. Also Österreich ist Nettobeitragszahler und hätte natürlich ein Recht einzufordern, dass das kontrolliert werden muss. Schon jetzt geben.
Das müsste es an sich ja schon jetzt geben. Ja, nur gibt es ja zum Teil auch. Aber mit Olaf und so. Ja. Nur das funktioniert ja ganz offensichtlich nicht, weil sonst wären solche Figuren wie der ungarische Klempner, der mit dem Orban in die Schule gegangen ist und der reichste Ungar geworden ist, und ja, nicht möglich. Ja. Es ist offensichtlich, wie Sie gesagt haben. Es ist sehr offensichtlich, aber wie gesagt, nachdem sich das ja auch zum Teil innerhalb dieser Parteienfamilie abspielt, hätte auch die österreichische Politik jedes Recht und die Möglichkeit, diese Frage aufzuwerfen. Ja, gut. So, das ist jetzt mal ein politischer Kommentar, aber gehen wir wieder zurück in die Geschichte. Ist schon klar. Wir könnten das jetzt fortspinnen, machen wir aber einen Themenwechsel und gehen wir zurück auf den Ausgangspunkt auf einen Ausgangspunkt Ihrer historischen Überlegungen, nämlich 1989. Zwei riesige Überraschungen. Die eine, dass der Systemwechsel fast gewaltlos gegangen ist, fast überall. Und die zweite überhaupt, dass er 1989 so abrupt stattgefunden hat. Beides war damals zu Beginn des Jahres 89 in der Form für die allermeisten Menschen, auch sogenannte Experten, nicht vorhersehbar. Ja. Erstens, dass es passiert, und zweitens, wenn es passiert, dass es so gewaltlos für sich gehen wird. Ja. Ja, das war so nicht absehbar und es stand auch auf der Kippe. Also zum Beispiel in der DDR oder der Tschechoslowakei, da kenne ich sogar die Akten zum Teil. Ja. Mhm. Da gab es schon Hardliner in der Regierung, die eine chinesische Lösung eigentlich wollten. Mhm. Und übrigens sogar auch angedroht haben. Die hatten nur das Problem in der Tschechoslowakei. Die haben dann, also jetzt konkret im Herbst 89, die haben Mitte November haben die dann also sehr viele Milizeinheiten, Militär etc. zusammengezogen aus der Provinz. Um dann, also der Prager Parteichef, ist vor ein paar Jahren gestorben, das war ein Hardliner, um dann wirklich das mit Gewalt niederzuschlagen, aber das ging dann schon nicht mehr wirklich. Also die dort eingezogen werden sollten, die Milizionäre, andere, Wehrpflichtige etc., die haben den Braten natürlich gerochen und die haben versucht, sich davon zu stehlen. Ja, also es gab große Schwierigkeiten, die Transporte mit diesen Einsatzkräften zu füllen. Und in Leipzig in der DDR, da habe ich sogar mal ein Interview gemacht mit einem Teilnehmer, also im Sinne von Oral History, Geschichte durch Befragungen. Da waren die eigentlich schon vor Ort, aber hätten sie dann wirklich geschossen, war auch unklar. Und deswegen ist man dann da zurückgezuckt, letztlich auch deswegen, weil die jeweiligen Regimes ja nicht wissen konnten, was danach passiert. Ja, also so ist es manchmal, weiß man nicht, wie es endet, zum Glück. Es gab, ich sagte fast gewaltlos, zwei Ausnahmen. Das eine ist Rumänien, das ist relativ simpel zu erklären. Da gibt es diesen angeblichen Gorbatschow-Spruch, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Mhm. Wenn man das auf das Ehepaar Ceausescu umlegt, dann kann man sagen, wer zu spät kommt, der verliert das Leben. Mhm. Also das war eine einfache Schlussfolgerung, die sich in Rumänien ziehen ließ. Mhm. Interessanter und komplizierter ist es meines Erachtens in Jugoslawien. Mhm. Da gibt es zwei Lesarten. Die eine besagt, es ist ein innerjugoslawischer Bürgerkrieg gewesen, und die andere sagt, es ist ein serbischer Eroberungskrieg gewesen, der letztlich gescheitert ist. Zu welcher Lesart neigen Sie? Also nochmal zu Rumänien. Die Ceausescus haben das riskiert, was letztlich ein Milke in der DDR oder eben auch dieser Miroslav Stepan in Prag dann doch nicht riskiert hat oder riskieren konnte. Mhm. Und eigentlich hat er dann genau das erlebt, ihm sind dann die eigenen Leute in den Rücken gefallen. Ne? Daher dann eigentlich auch diese sehr schnelle Erschießung, um ihn auch mundtot zu machen. Das waren seine Und Iliescu, das ist natürlich dann auch interessant. Ja? Iliescu hat sich dann sein Buch in Wien bei Böhler veröffentlicht, also ein Reformkommunist,
milderer Ausprägung, aber der hat sich dann präsentiert als quasi der Retter Rumäniens, der eine gelungene Revolution von diesem Gewaltregime verursacht hat. Das ist auch, also es gibt viele interessante Dinge dann im Detail. Jetzt zu Jugoslawien. Warten Sie nur einen Moment zu Rumänien, als Sie mich gerade drauf gebracht haben. Ich kann mich erinnern an diese Fernsehbilder von dem standrechtlichen Prozess gegen das Ehepaar Ceausescu. Und der Ceausescu hat gelacht dabei. Der hat immer wieder gelacht, weil das seine eigenen Leute waren, die gegen ihn den Prozess geführt haben und sich damit selber rausgeholt haben aus dem. Ja, wobei er hat ja den Stalinismus erlebt und überlebt. Also ich glaube, er konnte sich ausrechnen, was dort passiert. Aber nun zu Jugoslawien, in letzter Zeit natürlich wiederum immer wieder sehr viel diskutiert, auch wegen des Literaturnobelpreises. Ja. Es gab dort unter anderem einen, also erstens war dieses Land technisch bankrott. So. In den ganzen 80er Jahren immer wieder IWF-Auflagen, das hat nicht wirklich funktioniert und 1989 war dieses Land bankrott und ein Vielvölkerstaat oder ein bi- oder trinationaler Staat, der bankrott geht, hat immer ein Problem zusammenzuhalten. Von daher gab es schon mal dieses grundlegende Problem. Das zweite war, dass es dann auch Konflikte um die Reformen gab. Ja? Also einen Premierminister, der aus Kroatien kam und der eigentlich für radikale Reformen war und dann sein Gegenspieler Milosevic. Und Kroaten und andere wollten eigentlich eine Dezentralisierung, um diese wirtschaftlichen Probleme eher auf Republikebene zu lösen. Und Milosevic hat eine Rezentralisierung verlangt und dann in der Tat die Parteiführung im Kosovo, in der Vojvodina weggeputscht, in Montenegro unter die Kontrolle gebracht. Also insofern hat er mal jetzt sozusagen jetzt auf das Staatspräsidium die Hälfte unter Kontrolle gebracht, in der Tat mit sehr fragwürdigen, putschartigen Szenarien. Und davor hatten die anderen Angst. Also insofern ist schon Milosevic der Hauptfaktor. Und das andere war, dass eben dann er diese alten Republikgrenzen nicht akzeptiert hat. Also die Unabhängigkeitsbestrebungen gingen dann auf Basis der existierenden Republiken, wie es dann in der Sowjetunion nach dem Zerfall auch gekommen ist. Also die Nachfolgestaaten behalten das Gebiet, was sie davor hatten. Also die Teilrepubliken werden unabhängige Staaten. Übrigens genau deshalb ist das, was Putin dort gemacht hat auf der Krim und dann in der Ostukraine, so ein Tabubruch und so ungeheuer gefährlich. Aber jetzt wieder zurück zu Jugoslawien. Das war dann der Anlass zum Krieg. Republikgrenzen versus einen größeren serbischen Machtbereich. Das war der Casus Belli. Insofern kann man auch von dem jugoslawischen Nachfolgekrieg sprechen. Aber insofern ist schon erstmal diese serbische Politik, also jetzt von Milosevic, innerhalb der Partei, aber dann auch gegenüber den Teilrepubliken ist der Hauptkriegsgrund. Ja. Also deswegen, das heißt, ist es schon eine Aggression und nicht primär ein Bürgerkrieg. Ja. Natürlich, wenn dann in der Ausprägung, ja, wie es dann war vor Ort bei dem Krieg, ich habe auch mal sehr lange Nationalismusforschung betrieben und ein Buch über ethnische Säuberung geschrieben. Das war mein Dissertationsthema mal in den 90ern. Und natürlich vor Ort, auf lokaler Ebene, war es dann ein Bürgerkrieg, ja. Aber jetzt sozusagen beim Ausbruch, finde ich, soll man das schon klar benennen. Ja. Ja, nicht als Bürgerkrieg, sondern als serbische Aggression. Alles klar. Bleiben wir noch bei der nationalen Frage. Kurz, in Jugoslawien ist es klar. In Deutschland begann der Aufstand mit dem Slogan "Wir sind das Volk". Aus dem ist dann relativ bald geworden "Wir sind ein Volk". Ja. Also das war schon dieser klare Schwenk. Das heißt, wie weit hat die nationale Frage in dem Fall die sowjetische Dominanz abzuschütteln, eine ganz zentrale Rolle gespielt in diesen
in diesen Aufstandsbewegungen, nicht nur jetzt in der ehemaligen DDR, sondern insgesamt darüber hinaus. Ja, das ist einer der Faktoren, wenn man jetzt mal die Revolutionen von 89 oder den Umbruch, in manchen Ländern war es nicht so revolutionär, sondern eher ein sanfterer Übergang, Polen, Ungarn. Also wenn man das mal eben nicht monokausal, sondern multikausal, also anhand verschiedener Ursachen erklären will, dann ist der Nationalismus eine wichtige Ursache. Ja, also diese sowjetische Vormachtstellung wurde als Fremdherrschaft empfunden, was sie auch war, also ein Resultat des Zweiten Weltkriegs. Und da gab es sozusagen immer eine nationalistische Gegenbewegung, zum Teil übrigens auch unter den Kommunisten selbst. Ja. Also sozusagen Nationalkommunismus im Stalinismus unterdrückt, aber die Anhänger dieser Richtung zum Teil auch eingesperrt oder ins Gulag transportiert. Aber dieses Widerlager gab es immer. Und dann in den 80er Jahren, ja, je schwächer halt dann eben auch die Kommunisten wurden, oder die jeweils herrschenden Parteien an Legitimität verloren haben, desto stärker wurde der Nationalismus. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also auch im Sinne einer nationalen Befreiung. Ja, das ist ein wesentlicher Faktor schon immer gewesen und hat wesentlich also erstmal zum Zerfall des Ostblocks, aber dann eben auch zu diesen Revolutionen von 89 und 91 beigetragen, denn das ging ja weiter in der Sowjetunion. Und das ging dann auch immer Ping-Pong. Also zum Beispiel weiß man heute, dass es enge Kontakte gab zwischen tschechischen und polnischen und tschechoslowakischen und polnischen Oppositionellen, zwischen polnischen und litauischen. Mhm. Also insofern ging das auch hin und her und hat dann auch zum Zerfall der Sowjetunion beigetragen. Mhm. Wobei der Westen gleichzeitig offensichtlich neben dem Abschütteln der sowjetischen Dominanz und des Diktaturmodells, der Westen offensichtlich zunächst einmal das einigen die große Vorbild gewesen ist, wenn man von gemeinsamen Zielen spricht, soweit ich das sehe. Zunächst einmal. Ja, zunächst einmal. Gut, auch da bekommt man da viel zu lesen. Ja. Ivan Krastev, ja, also die einseitige Anpassung, ja, dass die im Osten erstmal so werden wollten wie die Westler, was übrigens Polen, Tschechoslowakei, da war das dann doch, würde ich sagen, nicht ganz so, aber natürlich. Ja. Also erstmal im positiven Sinne, Demokratie, Freiheit, also Freiheit ja auch im Sinne von eigenen Lebensentwürfen. Also man freie Berufswahl oder freie Studienplatzwahl oder sowas gab es in den Ostblockstaaten nicht. Und also insofern auch auf dieser Ebene, ja, deswegen haben auch die Studenten unter anderem dagegen rebelliert. Und da war der Westen natürlich das Vorbild, oder sagen wir mal so, ein bestimmtes Bild des Westens, was man zum Teil eher aus der Literatur kannte oder aus dem Fernsehen, vielfach idealisiert. Und selbstverständlich ging es auch um den Wohlstand. Also man wusste ja auch, dass die westlichen Länder sehr viel wohlhabender sind. Die Ostdeutschen aus dem westdeutschen Fernsehen, was fast alle sehen konnten, bis auf Ostsachsen, aus der Tschechoslowakei, Ungarn, die konnten ja zum Teil auch reisen, sind ja auch nach Wien gekommen, unter anderem in großer Zahl. Die wussten natürlich, dass der Westen wohlhabender ist, das wollte man auch haben. Dann zum Teil auch im idealisierten Sinn die Rückkehr nach Europa, später ist das oft verkürzt worden, eine Redewendung von Havel. Später wurde das dann so einseitig interpretiert, übrigens von den Westeuropäern, nach dem Motto, die haben sich anzupassen. Ne? Und im Grunde genommen bei diesen Beitrittsverhandlungen, es waren eigentlich tatsächlich Erweiterungsverhandlungen, wo die sich wirklich anpassen mussten. Also insofern ist auch an dieser Krastev-These so gesehen schon was dran. Mhm. Aber Rückkehr nach Europa, ja, das war schon komplexer. Also einerseits zu diesem westlichen Europa, aber zu auch einem zivilisatorischen Europa, wo man sich aber selber auch zugehörig gefühlt hat. Mhm. Nun ist das westliche Modell, mit dem diese Staaten nach ihrer Befreiung, bis zu einem gewissen Grad kann man auch absolut sagen Selbstbefreiung, überzogen worden sind, Sie haben es schon angesprochen, war die Schocktherapie in Verbindung mit dem Washington-Konsensus. Und wenn Sie das jetzt resümieren, es gibt Beispiele, wo man sagt, es war
verheerend. Es war in Russland verheerend, es war in der DDR verheerend. Ist die Bilanz insgesamt eine verheerende dieser Schocktherapie? Denn zunächst einmal gab es ja das Argument, das Sie auch schon angesprochen haben, es ist unvermeidlich, der Schock, da geht es einmal zunächst runter, aber dann kommt die strukturelle Veränderung und ab dann kann es kontinuierlich aufwärts gehen. Das heißt, die Schocktherapie hatte schon eine intellektuelle oder ökonomische Basis. Ja, und es gab ja auch Anhänger dieser Schocktherapie in den Ländern. Also, dass das sozusagen vom Westen alles übergestülpt wurde, das war so nicht. Es kommt dann immer auf das Land drauf an. Also beispielsweise Polen hatte Glück, das waren immer die Vorreiter, relativ weit westlich gelegen, da kamen die westlichen Investoren. Aber was haben die Polen auch bekommen? Also praktisch als Ausgleich für diese radikalen Reformen vom IWF, die waren ja völlig überschuldet, hatten eine Hyperinflation. Also insofern, da musste etwas Drastisches passieren. Ja, was und wie weit das geht, ist dann immer noch die andere Frage. Aber denen wurden die Hälfte ihrer Auslandsschulden gestundet oder erlassen. So, das war schon mal ein wirklicher Startvorteil. Und also der Wohlstandszuwachs in Polen, der ist massiv. Also jetzt mal gerechnet am BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt, dem westeuropäischen Durchschnitt, 1989 ungefähr auf dem Drittel des westlichen Niveaus, jetzt auf über 70%. Also das ist ein Aufstieg, wie den Westeuropa in der Wiederaufbauzeit hatte, in den sogenannten Trente Glorieuses, also von bis zur ersten Ölkrise, bis Mitte der 70er. Ja, also das ist schon ein sehr rascher Wohlstandsgewinn. Nur die Frage ist, wo und für wen? Und wie ist das, wie war das verteilt? Und da gab es eben auch in Polen dieses große Problem, was letztlich dazu geführt hat, dass es eben diesen Umschwung jetzt gab, 2015, jetzt wieder bei den Wahlen von 2019. Also viele Menschen waren eben tatsächlich Transformationsverlierer, haben nicht profitiert. Ein anderes Problem ist, dass selbst wenn diese Menschen einen Zuwachs an Wohlstand hatten, immer gesehen haben, es gibt ja andere Menschen und andere Länder, denen geht es noch viel besser, dann kommt ja auch der Neid. Ja? Das kann auch unglücklich machen. In der DDR ein spezielles Problem. Natürlich, geworden, wenn man immer sozusagen den Westen vor der Nase hat oder dann die aus dem Westen Entsandten, die dann auch noch örtlich die Elite oder die Spitzenbeamten stellen. Das erzeugt natürlich Gegenreaktionen. Aber jetzt bezüglich Polens, es ist eine mit dem Wohlstand, da finde ich es auch gut, Polanyi zu lesen. Also selbst wenn man Wohlstandsgewinne hat, kann das subjektiv ja ganz anders empfunden werden. Beispielsweise gab es 2009 in Polen so einen Memoirenwettbewerb. Da durften vor allem also Jugendliche und Schüler, das ist eine lange polnische Tradition, diese Memoirenwettbewerbe, aus dem 19. Jahrhundert noch von der Nationsbildung. Galizien ist Zentrum dessen, also der österreichische Teil. Gut, und da wurden also Schulkinder, Jugendliche aufgefordert, sie sollen mal einsenden, wie sie eigentlich die Transformation erlebt haben, also vor allem auch in den 90er Jahren, auch danach. Also ein Wettbewerb. Es gab dann 141 Einsendungen und einige wurden prämiert. Und dann haben also diese Kinder, die zum Teil nicht mehr Kinder waren, sondern junge Erwachsene, Jugendliche, die haben eben so aufgeschrieben, ja, wie sie das empfunden haben. Und da wird schon aufgenommen, ja, eine neue Waschmaschine, ein Auto, was nicht ständig stecken bleibt oder manchmal auch überhaupt das erste Auto, also schon Wohlstandszuwachs, manchmal auch ein neues Haus, aber gleichzeitig eben Arbeitslosigkeit, verunsicherte Eltern, die pendeln müssen. Also Pendel heißt dann zum Teil sehr weit, bis nach Deutschland, ja, um irgendwo halt ihr Geld zu verdienen. Also diese massive Arbeitsmigration ist ja einerseits positiv, ja, ist eine Chance für individuelle Menschen, aber also zum Beispiel Studierende, die nach Wien kommen, die werden sich selten beklagen, ja, kann man mit Jobs auch viel besser verdienen. Das ist gut. Ja. Aber für die Menschen, die dann zum Teil halbe oder ganze Familien zurücklassen, ist das ja was anderes. Ja, wo die Kinder dann mit einem Elternteil oder vielleicht sogar mit den Großeltern aufwachsen. In der Ukraine noch schlimmer, weil dort keine Reisefreiheit bestand. Also dann sehen die ihre Eltern nicht, über Monate, über Jahre. Und diese damaligen Kinder haben das aufgeschrieben. Und die berichten das. Und da ist eben dann die subjektive Erfahrung einer scheinbaren Erfolgsgeschichte eben eine andere.
Und da muss man trennen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen sein Wahrnehmungsproblem, deswegen betreibe ich auch gern Sozialgeschichte. Das ist immer ein Korrektiv. Es gibt immer die Geschichte von oben, die großen Lenker, Staatsmänner etc. Es hat auch seine Rechtfertigung und das auch kann wichtig sein. Aber eben dort, also mit diesen, es gibt einerseits die offiziellen Statistiken und die tatsächlichen statistisch nachweisbaren Erfolge, aber es gibt eben auch das. Also gerade in ärmeren Regionen bei Kindern, die vielleicht aus weniger begüterten ländlichen Familien stammen, und die haben das aufgeschrieben. Und das wollte man aber lange Zeit auch nicht wirklich so zur Kenntnis nehmen. Was man damit macht, wenn man es weiß, ist ja noch eine andere Frage. Aber da kommt es eben dann zu diesen Paradoxien, dass jetzt genau diese rechtsnationalistische Regierung, also die PiS, die haben dann genau diese Sozialmaßnahmen aufgelegt. Endlich ein vernünftiges Kindergeld, umgerechnet 120 Euro. Das ist viel. Also im Land ist das wirklich viel Kaufkraft, und bei ein paar Kindern ist es dann ruckzuck so viel, wie man in einer regulären Arbeit, die nicht gut bezahlt ist, irgendwo Supermarkt oder was, ist es schnell so viel, wie man dort verdient. Also für diese Familien ist es richtig, richtig viel Geld. Und das hätte man natürlich auch davor eigentlich schon machen können. Gut, sollen. Auch können. Ja, dann muss man sich als Historiker immer hüten. Ja, danach weiß man es immer besser. Ja, das ist man sollte da nicht altklug sein. Aber da gab es tatsächlich Versäumnisse. Also auch von diesen Regierungen, die zum Teil gar nicht mehr so neoliberal waren, aber sie haben sich auch nicht getraut. Es gab mir mal Ratgeber und Experten, die gesagt haben, nein, das geht nicht, das überfordert das Staatsbudget. Übrigens, was die jetzt machen, das überfordert das Staatsbudget. Also Herabsetzung des Rentenalters bei einer überaus noch schneller als wir alternden Gesellschaft, das wird sich nicht tragen auf die Dauer. Aber jetzt bei diesem Kindergeld beispielsweise, ja, zweifelsohne sinnvoll. Und da geht es eben dann auch so um die Frage, welche Chancen hatten auch diese Menschen? Also wenn diese Kinder auf dem Land irgendwo aufwuchsen, schlechtere Schulen, schlechte Verkehrsverbindungen, die waren ja auch wirklich benachteiligt, und das hätte nicht sein müssen. Polen ist insofern ein interessantes Beispiel. Zunächst der Schock, wo es riesig runtergeht, dann sind sie sozusagen der Musterschüler des ehemaligen Ostblocks im neoliberalen Sinn, und es gibt tatsächlich einen beträchtlichen Zuwachs im Bruttoinlandsprodukt insgesamt, mehr als bei den anderen. Und gleichzeitig kommt es aber zu diesen sozialen Verwerfungen, die dazu führen, dass dann eine katholisch-reaktionäre und gleichzeitig populistische Partei, aber mit sozialen Ansprüchen, das Land übernimmt und momentan noch relativ solid in der Hand hat, mit Abbau des Rechtsstaats, der Medienfreiheit und so weiter. Ja, stimmt. Wobei, also die wirkliche Mehrheit, also eine Mehrheit der Wähler hatten sie nicht. Also es war ein großer Sieg, aber 42% sind, das heißt immer noch, dass 58 dagegen gestimmt haben. Gut, Polen ist nicht also verloren, Ungarn geben wir jetzt einmal als verloren. Ja, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Jetzt einmal. Das weiß man erst mit dem längeren zeitlichen Abstand. Also ich würde sagen, Polen ist nicht verloren, Ungarn ist verloren. Wird sich wieder ändern irgendwann. Aber ja, man hofft das immer. Aber mit dem Ungarn, da muss ich noch etwas beitragen, weil wir jetzt hier eben vor einem Wiener Publikum sitzen. Jetzt im Herbst war ich mit dem Buch auch mal in der Ukraine auf einen Vortrag in Kiew, und dann, ja gut, also Vortrag war vorbei, irgendwann geht man zum Hotel, und da stand ein netter Herr, und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Das war ein sehr erfolgreicher Unternehmer aus diesem Gebiet, wo die ungarische Minderheit siedelt, also Transkarpatien, mit Sakarpatska Oblast, und da sind wir so ins Gespräch gekommen, der konnte Polnisch, und dann hat er mir erzählt, ach so, aus Wien, also, ja, was hat er denn? Ne? Gut, dann sind wir zu dem Tisch gegangen, die hatten Cognac dabei, noch vier Kollegen, war sehr lustig, und sehr guter Cognac dort. Und wunderbarer Urhudler, also allerbestens. Gut. Ein Garten Eden, dieses Gebiet. Und dann sitzen wir da, das haben die auch alles schön dabei gehabt, ne? Und dann erzählen die, ja, aber in Wien, das ist ja alles, also das ist ja alles islamisiert, und da gibt es da jetzt diesen ganzen Terror, und da kann man doch gar nicht mehr sicher leben.
Und dann zweitens, ja, also er als so unabhängiger Geschäftsmann, also mit seiner überregulierten Wirtschaft, da kann man doch gar keine guten Geschäfte machen. Also der hatte auch interessanterweise Geschäfte in England, der hat da Versicherungen verkauft an polnische Wanderarbeiter, wenn man so will. Ja, gut, das mit den Gelegenheiten, Geschäfte zu machen, ja, mit Selbstständigkeiten, wie das alles so ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja. aber das Erste, da habe ich mir dann schon gedacht, wo hat er das jetzt her? Und natürlich, dort strahlt das ungarische Staatsfernsehen rein und da werden solche Dinge verbreitet. Schrecklich, oder? Also insofern ist es uns vielleicht näher, als wir denken. Ja? Natürlich kann man dann mal wieder sprechen, aber da weiß man dann, was da für Nachrichten verbreitet werden. Gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte, und zwar auf Deutschland nach 89, was die größten Fehler gewesen sind. Da sind wir in einem kleinen Dissens, soweit ich es sehe. Also die Währungsunion im Jahr 90, 1:1 war eine ökonomische Katastrophe, das ist wohl unbestreitbar. Ich meine aber, dass sie politisch vielleicht nicht richtig, aber unvermeidlich gewesen ist, weil die Gefahr, dass die DDR schon damals ausrinnt, was ja dann später passiert ist, die Gefahr, dass die DDR schon damals ausrinnt, war einfach gegeben, auch mit diesen Formulierungen, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zu ihr und so weiter. Das heißt, ich glaube, die damalige Bundesregierung stand hier unter einem unglaublichen Druck. Ja, also in Deutschland oder beziehungsweise in Ostdeutschland als einem Transformationsland, ja, und dann ja eigentlich das vereinigte Deutschland, da gab es natürlich eine besondere Ausgangslage, nämlich Freizügigkeit. Ja, das war eine Errungenschaft der Revolution. Die Mauer ist nicht gefallen, die Mauer wurde gestürmt. Und das wollten erstens die Ostdeutschen nicht preisgeben und zweitens, also das wieder einzuschränken, wäre nicht gegangen. Österreich, Visumpflicht für Polen und Ungarn, hat sich da etwas anders verhalten. Übrigens, es gibt manchmal auch Populismus nicht nur von rechts. Ja. Muss man jetzt bei dieser Stelle daran erinnern. Auf jeden Fall, tja, was war das mit dieser Währungsunion? Ja, das war schon eine Forderung, der man quasi nachgegeben hat, also eine populäre Forderung. Aber das war höchst umstritten. Vertreter der DDR-Staatsbank haben gesagt, um Gottes Willen, 7:1, die saßen bei Kohl. Das weiß man aus Dokumenten. Sogar die Bundesbank hat 2:1 gefordert. Die Vertreter der Staatsbank haben argumentiert, wenn es 7:1 gibt, dann ist die DDR-Wirtschaft, die wussten, wie schlecht es um sie steht, dann ist die konkurrenzfähig, halbwegs, also auch die Industrie. Gut, dann wären natürlich die ohnehin viel niedrigeren Löhne noch weiter abgewertet worden und das Lohngefälle wäre noch viel größer gewesen. Stimmt. Ja? Also insofern, und dann wären vielleicht noch mehr Leute weggezogen, aber das ist so die Frage, ja? Wären noch mehr weggezogen. Auf jeden Fall wird dann dieses Argument immer wieder vorgetragen, man musste 1:1 machen, um eben dieses Ausrinnen zu verhindern. Das wurde nicht verhindert. In den nächsten 3-4 Jahren sind 1,4 Millionen Ostdeutsche weggezogen. Die führe ich deswegen immer wieder an, weil es nämlich in der Tschechoslowakei ähnlich viele Einwohner, ähnlich viele Unternehmensgründerinnen, neue Selbstständige gab. Da sind schon auch die Agilen weggezogen, natürlich, ja, die Jüngeren. Also das hat so nicht gewirkt. Ansonsten mit dieser Währungsreform, faktisch war das eine riesengroße Aufwertung und für die DDR-Industrie war das der Todesstoß. Ja. Also insofern, es hätte schon Alternativen gegeben, die damals vorgeschlagen wurden. Und auch da muss man, ja, wie gesagt, im Nachhinein weiß man es besser. Aber so trage ich das ja nicht vor, oder so argumentiere ich eigentlich nicht, sondern eher damals, wenn man in die Geschichte reinblickt, gab es immer Alternativen. Die wurden damals konkret vorgeschlagen und es hätte andere Möglichkeiten gegeben.
Kohl wollte mit diesen riesigen Wahlgeschenken eben auch die Wahl gewinnen, was er dann getan hat. Ja, der Kanzler der Einheit, also Ende 1990, die erste gesamtdeutsche Wahl, die hat er dann haushoch gewonnen und das hat damit, das hat eben auch damit zu tun. Aber langfristig, oder eigentlich sogar schon ein, zwei Jahre später, waren die Folgen ganz klar erkennbar und fatal. Nicht mehr zu übersehen. Ich kann mich erinnern an ein Interview mit Kohl, das war so vielleicht Mitte der 90er Jahre, er war jedenfalls Bundeskanzler, wo ihm die blühenden Landschaften vorgehalten wurden, die er versprochen hatte und die nicht gekommen waren. Und da hat er gesagt, ja, erstens, wir haben nicht damit gerechnet, dass für die DDR, also der gesamte Ostmittel- und osteuropäische Markt wegbrechen wird, was aber ganz sicher mit der Währungsunion zusammenhängt. Da war er schon weggebrochen. Also in dem Moment, also faktisch war das eine Aufwertung ungefähr um den Faktor 4, Ostmarkt, mit diesem Umrechnungskurs. Also wenn man jetzt mal die Transferrubel und so weiter, wenn man das wirklich ganz genau anschaut, war es eine riesengroße Aufwertung. Und zweitens, die Kunden aus dem Osten mussten ja dann plötzlich in Devisen zahlen, die sie nicht hatten. Die Sowjetunion schon gar nicht der größte Kunde, die waren ja völlig heruntergewirtschaftet, übrigens von Gorbatschow. Und also die waren überschuldet, die waren wirklich pleite. So, ist aber Husten, aber ist kein Corona. Einfach ganz normal verkühlt. Und ja, also jedenfalls, die haben sofort abbestellt. Sie konnten sich das nicht leisten, sie hatten wirklich nicht die Devisen. Also insofern, das ist nicht erst der Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern es ist schon im Sommer 90, im Moment der Währungsunion, gingen diese Abbestellungen los. Also, aber gut, das ist eben dann immer, welche Ursachen, primäre Ursache, sekundäre Ursache. Natürlich in dem Moment, als die Sowjetunion zusammenbrach, fiel dieser Kunde ja noch auf andere Weise weg, klar, und mit dem ganzen wirtschaftlichen Misere. Mit der Währungsunion waren sie nicht mehr konkurrenzfähig auf ihrem früheren Markt. Ja. Und das zweite Argument, das Kohl gebracht hat, war, wir... Aber das Argument hat er nicht gebracht. Bei Kohl war es ja irgendwie, dass sozusagen ein externer Faktor schuld, nämlich der Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber gut. Gut. Das zweite Argument, das Kohl gebracht hat, war, wir wussten nicht, wie desolat die gesamte Infrastruktur und wie desolat diese Betriebe alle sind. Ja. Ja. Das ist so schon richtig. Also auch die sozusagen der Reformflügel der SED, der dann ja eine Weile regiert hat, Modre und so, zum Teil wussten sie von den Problemen, also gerade mit der ganzen Verschuldung und so weiter, aber dann, dass es um die Betriebe so schlecht steht und wie veraltet das ist und so weiter, das wussten sie so tatsächlich nicht. Also das, ja, und überhaupt muss man jetzt sozusagen, wenn man über damalige vielleicht auch Fehler spricht oder eben mögliche Alternativen, was dann kommt, wusste tatsächlich niemand. Ja? Also manches wurde vielleicht auch mal unterschätzt, aber es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Also eben eine so stark staatlich dominierte Wirtschaft zu reformieren, wie das geht und wie das gehen kann, das wusste damals niemand. Also auch in Polen nicht und so weiter. Insofern. Was wirklich ein Phänomen ist, wie schnell die Stimmung gekippt ist. Ich habe das in Berlin erlebt, wo ich ab Anfang 91 dann für ein Jahrzehnt jeden Monat hingefahren bin, wie schnell es in Berlin gekippt ist. Ja. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich sehr bewegend gefunden habe. Das hat der Peter Növer organisiert, soweit ich mich erinnern kann, im MAK im Februar 90 gab es eine Einladung für tschechoslowakische, ungarische und slowenische Schriftsteller und Intellektuelle zu einem Treffen nach Wien zu kommen. Der Milan Ude war dabei, der Jan Trefulka war dabei und so weiter. Und einige Österreicher. Das war im Februar 90. Und ich kann mich erinnern, das war eine unglaubliche Stimmung. Wir sind einander ständig um den Hals gefallen, weil so war das im Februar 90, wenn man sich erstmals getroffen hat über die Grenze. Und
weil das ein so großer und bewegender Augenblick und auch Erfolg gewesen ist, gab es ein Jahr später, im Februar 91, ein neuerliches Treffen mit derselben Besetzung und die, die aus der Tschechoslowakei gekommen sind, aus Ungarn, aus Slowenien, die Stimmung war eine völlig andere. Also das ist, da ist so unglaublich schnell eine Ernüchterung eingetreten, was mit der einsetzenden sogenannten Schocktherapie zusammenhängen mag, natürlich auch mit verloren gegangenen Illusionen, aber wobei in Berlin habe ich erlebt, dass die Ernüchterung ja auf beiden Seiten gewesen ist. Die Westberliner, die gesagt haben, die Mauer sollte wieder kommen, hat es ja genauso gegeben wie die enttäuschten Ostberliner. Das ist so schnell gegangen. Ja, das ging schnell. Also erstmal natürlich diese Revolution, ja, Ende 89, das war quasi ein Glücksmoment. Zufällig war ich ja damals in Prag oder auch nicht ganz so zufällig, aber jedenfalls ein Glücksmoment dauert nur so und so lang. Februar 90, da ging das alles noch, aber dann im Frühjahr 90, eigentlich April, März, da ging es schon los mit tatsächlich wirtschaftlichen Einschnitten, die übrigens tatsächlich unvermeidbar waren, zum Beispiel mit Subventionen für Lebensmittel und so, das konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dann begann ja rasch eine starke Teuerung und insofern gab es beispielsweise 90 schon mal ungefähr einen Reallohnverlust, also in einer relativ wohlhabenden Tschechoslowakei von ungefähr einem Viertel. Also es ist ein wirklich sehr starker Wohlstandsverlust. Mhm. Ne? Also mal auf dieser wirtschaftlichen Ebene, dann auf ideeller Ebene, diese ganzen wirtschaftlichen Probleme, die sich immer mehr zugespitzt haben, die haben sozusagen auch diesen Idealismus sehr stark beschädigt. Ja? Also da konnte man nicht mehr reden, sich verbrüdern, sondern gab es jede Menge Alltagssorgen. Also das hat diesen utopischen Moment der Revolution den Zahn gezogen, ja? Also den schönen utopischen Moment. Zum Beispiel diese ganzen Diskussionsrunden, Studierende, Demokratisierung der Universität. Mhm. Schwierig, wenn das Geld nicht mehr so wirklich reicht, um das Studium zu finanzieren und so. Ja? Demokratisierung der Betriebe, eine Forderung zum Teil sogar umgesetzt, dann mit Mitbestimmung, Betriebsräte. Ja, und dann gehen diese Betriebe reihenweise bankrott oder stecken in tiefsten Schwierigkeiten. Dann kann man das plötzlich nicht mehr diskutieren und es werden irgendwelche Maßnahmen dann durchgezogen, die man vielleicht auch nicht nachvollziehen kann und von oben nur durchsetzen kann. Und das erzeugt alles jede Menge Frustrationen. Ja. Deswegen ist die Stimmung so schnell damals gekippt. Also es hat verschiedene Momente. Ja. Das ist so sozioökonomisch, aber auch eigentlich das... das Ende des Glücksmoments, aber eben auch dann der harte Boden der Realität, wobei mit Realität hantiere ich immer nicht so gern. Aber apropos Glücksmomente, wir reden jetzt hier schon eine Weile, wollen wir noch, gibt es Fragen aus dem Publikum, ist das normalerweise hier so, oder sollen wir noch, sollen wir überleiten? Oder nein, noch? Moment, jetzt habe ich Sie nicht verstanden. Ich sage, der Glücksmoment eines Vortrags ist auch immer begrenzt, ja, und auch die Diskussion, je länger sie dauert. Und deswegen wollte ich fragen, ob man das Publikum einbeziehen soll oder möchte. Oh ja. Ja, gut. Oh ja, gut. Das heißt, habe ich Sie recht verstanden? Sie wollen das Gespräch mit mir jetzt Nein, beenden? Nein, das habe ich natürlich nicht so gemeint. Und wollen mit dem Publikum reden. Na, können wir machen. Ja. Nein, das habe ich nicht gemeint. Wenn Sie noch eine ganze Liste an Fragen haben, dann bisher waren ja keine unangenehmen dabei. Also ich habe keine Fluchttendenz. Ja. Nein. Ja. Können wir absolut machen. Wer von Ihnen will sich jetzt an unserem Gespräch beteiligen? Vielleicht. Sie sind ausdrücklich dazu aufgefordert worden. Ja, aber wir reden schon lange. Bitte. Es gibt dort zwei Wortmeldungen. Sie warten, oder eine zumindest. Sie warten bitte jeweils auf ein Mikro, haben Sie. Ja. Wieso ist gerade in den Anfängen dieser Phase, in den 90er Jahren, die Sozialdemokratie
dem Hayek'schen extrem freien Finanzliberalismus auf den Leim gegangen, weil das ist ja eigentlich die Wiege sozusagen oder eine wesentliche Basis für diese Ungleichentwicklung und die folgende nationalistische Entwicklung, die wir jetzt erleben. Ja, danke für diese sehr berechtigte Frage. Also erstens mal war die Sozialdemokratie, damals Sozialisten, ja, die Partei ist ja auch mal anders, die waren einfach auch verunsichert. Ja. Natürlich hatte das einen Wellenschlag rüber in den Westen, in dem Fall übrigens auch nach Österreich. Und da braucht man sich nur die Diskurse anschauen. Also Fukuyama, das kann man übrigens gut im Internet finden, das ist wirklich ganz interessant, sich das mal wieder durchzulesen, das ist auch nur dieser ursprüngliche Essay, nicht das Buch, ist gar nicht so lang. Ja, da steckt einfach sehr viel Polemik drin. Aber zum Beispiel auch eine andere Stimme von 89, die mir da einfällt, ist Robert Heilbronner, das war ein sehr renommierter USA-amerikanischer Ökonom, ursprünglich ein Marxist und ich würde sagen ein Linksliberaler, der hat dann selber geschrieben, ja, Socialism has lost, Capitalism has won. Ja, also der Sozialismus hat verloren, der Kapitalismus hat gewonnen. Das war eben dieses Moment des späten Kalten Krieges, in den USA sicherlich mehr als jetzt in Westdeutschland und natürlich auch noch mehr als in neutralen Ländern, aber das war da. Und das nächste ist durch diesen, also das ist jetzt so allgemeine Gewichtsverlagerung im politischen Koordinatensystem. Das andere war tatsächlich so, ja, der Washington-Konsensus und, wenn man so will, auch seine innerwestliche Systemkonkurrenz. Die Wohlfahrtsstaaten, die waren aufgebaut im Grunde genommen für Vollbeschäftigung. Und die steckten ja nun auch in den 80er Jahren in massiven Problemen. Also Finanzierung von Sozialleistungen, Altersvorsorge etc., demografische Veränderungen. Und da gab es auch Krisenerscheinungen. Und insofern jetzt aus dieser osteuropäischen Sicht ja, wirkt da tatsächlich wahrscheinlich so etwas wie Thatcherismus in mancher Hinsicht dynamischer. Und dann muss man eben sehen, ja, beispielsweise New Labour oder eben Clinton, da gab es eben eine Anpassung in diese Richtung. Also dass jetzt dem Hayek auf den Leim gegangen sind, das würde ich jetzt nicht so bestätigen, aber erstmal eine Verunsicherung, auch tatsächlich eine Verlagerung der Gewichte. Solche Momente können eben immer ausgenutzt werden, auch von politischen Kräften, die sagen, ja, wir haben doch Recht gehabt, ne? Oder wir haben Recht, wir sind alle Zeiten. Und dann letztlich schon eine sehr starke neoliberale Hegemonie. Aber es war auch sehr geschickt, zum Beispiel dieser Washington-Konsensus. Wie heißt der? Der heißt Konsens. So, nicht schlecht. Ja? Jeder, der das damals kritisiert hat, was ist der dann eigentlich? Ein Abweichler, ja? Aus dieser Logik. Wenn das eine Konsens ist, ist der andere ein Dissenter, ja? Also ein der Vertreter eines Dissens. Und so ist es Stück für Stück in diese Richtung gegangen. Nicht auf einmal, aber also eigene Probleme, Verlagerung der politischen Koordinatensysteme, eben eine neoliberale Hegemonie. Es gab eine Medienszene, die alles, was sich nicht dem Washington-Konsensus und der neoliberalen Ideologie, nennen wir es jetzt so, angeschlossen hat, als grundlegend unmodern betrachtet hat. Mhm. Das heißt, ich hatte schon den Eindruck, eine völlig verunsicherte Sozialdemokratie in den 90er Jahren wollte alles sein, nur nicht unmodern. Und das war ein Faktor und gleichzeitig gab es... Klar, also alt und neu, diese Gegenüberstellung, ja, oder altmodisch modern, natürlich, also plötzlich galt der sozusagen der Gewerkschafter, das betrifft sicher einige, ja, der, ja, Gewerkschaftsfunktionär, Achtung, ja, Funktionär, ein SED-Funktionär, ja, Gewerkschaftsfunktionär, so, jetzt beispielsweise in Deutschland, ja, ist allein der Funktionärsbegriff wieder eingesetzt wurde. Und dann natürlich, ja, mit diesem Alt und Neu, also dieser Neoliberalismus ist ja eben angetreten und hat das auch eine rhetorische Kunst, auch von Margaret Thatcher, eben so anzutreten und zu sagen, so, das Alte funktioniert nicht mehr, wobei Ende der 70er hat es ja nun wirklich nicht mehr so funktioniert und nach der zweiten Ölkrise, ja, und
diese Probleme mit den Sozialstaaten, ausgelegt eigentlich auf Vollbeschäftigung. Und dann sind die eben mit diesem Anspruch angetreten, ja, so, jetzt kommt die Reform. Ja, also auch die Vereinnahmung des Begriffs Reform, es gehört auch dazu. Und so kam es zu dieser Defensive. In den postsozialistischen Staaten übrigens findet man dieses Alt und Neu auch in der Alltagskultur. Also modern und eben nicht modern. Ja. Also modern ist gleich eigentlich neoliberal oder kapitalistisch, wie auch immer das dann ausgedrückt wurde, gegenüber eben ja, sozialistisch. Also in der Werbung, in der Produktwerbung, in der Populärkultur auf allen Ebenen. Das hat das eben sehr stark durchdrungen. Ja. Ja, und der Neoliberalismus hatte eine Erzählung, Sie haben es gerade angesprochen, wobei Begriffe wie modern und Reform eine zentrale Rolle gespielt haben, und die Sozialdemokratie hatte keine Erzählung dagegen. Ja, das ist so die Frage. Ist es keine Erzählung mehr, wenn man immer wieder das Gleiche erzählt? Also natürlich gibt es einen Abnutzungseffekt, aber sozusagen die alte Erzählung kann wieder eine neue werden. Ja. Ja? Also beispielsweise das, die Gerechtigkeit, wobei das ist ein Vertrakt. Ja? Wie kann man eigentlich Gerechtigkeit, Gleichheit so im Zweifelsfall auch umdefinieren, dass es dann vielleicht doch wieder modern ist. Ja, also ja, ist schon. Aber der Herr sprach ja von den 90ern. Ja. Und in den 90ern stand die Sozialdemokratie vor diesem historischen Problem, dem sie, simpel gesagt, nicht gewachsen war. Also ich bin nun kein Parteienforscher ja, und würde mir jetzt so ein pauschales Urteil über alle Länder eigentlich, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Die waren doch auch von Land zu Land recht unterschiedlich, ja. Und auch unterschiedlich erfolgreich. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Und wenn man halt diese Reformen macht, die zum Teil dann auch gemacht wurden, dann ist so die Frage, ja, waren sie dem nicht gewachsen? Und man hätte doch auch später wieder korrigieren können oder vielleicht auch, also so anders, vielleicht auch anders verkaufen. Also ich meine, auch Neoliberalismus ist eine Verkaufe. Im Übrigen, so radikal wie die Rhetorik war die Umsetzung in den Ländern selten. Ja, und auch in Großbritannien gibt es immer noch den National Health Service. Ja? Also nicht an alles wird rangegangen. Und da gab es durchaus Kompromisse, je nachdem, wie stark dieser Widerstand war. Insofern, also jetzt als reine Verfallsgeschichte würde ich das nicht mal in England betrachten. Es gibt noch den National Health Service, ja? Beispielsweise, und auch in den USA. Also wer erst mal 65 ist, hat ja dann wieder eine Krankenversicherung. Verhungern lässt man niemand. Also auch dort gibt es Residuen von Sozialstaatlichkeit, die gibt es. Und dann ist halt die Frage, ja, was macht man wenigstens daraus und wie kann man daraus argumentieren? Aber also so ganz in Schwarz-Weiß, ja, also die haben dann alles preisgegeben, alles verloren. Gut, jetzt, ich will ja nicht das Gespräch machen. Ich könnte sagen, England ist ein hervorragender Finanzplatz geworden und hat keine Industrie mehr. Aber ich will auf jetzt, dieser Ebene ja, gut, da würde ich zustimmen. Ja? Gut, dann können wir uns einigen und jetzt sind Sie dran, bitte. Ja. Sie kriegen ein Mikro. Es kommt jemand, also dort das Mikro ist hinten, Sie sind der Übernächste. Bitte. Ich habe eine Frage, zu der Sie mich mit Ihrem Vortrag inspiriert haben. Ja. Weil in Ihrem Vortrag Sie versucht haben, den großen Überblick zu geben. Mhm. Ich habe mich schon viel mit Geschichte beschäftigt und weiß, dass vor ungefähr 200 Jahren die politische Ausformung des expandierenden ökonomischen Systems Manchester-Liberalismus genannt wurde. Und jetzt höre ich seit 30 Jahren fast mantraartig die Rede vom Neoliberalismus, wo irgendetwas, offenbar irgendetwas neu ist. Und ich frage mich, wo soll da der große Unterschied gewesen zu sein, zu dem, was vor 200 Jahren der Fall war und was ein Zeitgenosse wie Karl Marx beschrieben hat. Natürlich einen Unterschied zur heutigen Situation gibt es. Heute gibt es eine Beschneidung staatlicher Systeme der sozialen Sicherheit. Die konnte es vor 200 Jahren nicht geben, weil solche Systeme nicht gegeben hat. Aber grundsätzlich die Frage, warum heißt das Neoliberalismus? Was ist so sensationell neu daran? Und ich stelle die Frage deswegen, weil ich die Vermutung habe, dass der Begriff mehr verschleiert als erklärt.
Na gut, also danke für diesen kritischen Hinweis. Jetzt bin ich einmal gezwickt worden, also nicht von Ihnen, aber das finde ich gut, weil man kann diese Begriffe schon kritisch hinterfragen und man soll das vielleicht auch tun. Trotzdem Manchester Liberalismus, um auf den guten alten Marx zurückzukommen, da geht es ja vor allem um die Ausbeutung der Unterschichten und vor allem von Arbeiter, ja, zum Teil auch Arbeiterinnen, aber da war Marx nicht so ganz, mit dem Innen hatte er es noch nicht so. Aber es auch von Kindern, aber die Ausbeutung dieser Menschen, erstens in bestimmten Industriezweigen, ja, Manchester ist ein Synonym für einerseits Textil, andererseits Schwerindustrie und in einem Nationalstaat. So, das war als damalige Kritik und als zeitgenössische Analyse sozusagen sehr wichtig, deswegen ist es gut, dass man diesen Begriff kennt und ich würde jetzt auch nicht sagen, man soll ihn wegwerfen, ja. Der hatte damals seine Berechtigung, aber dann für die spätere Zeit würde ich einen anderen verwenden. Also zum Beispiel, jetzt, wenn man mal das mit Liberalismus versus Kapitalismus, da steckt natürlich auch wieder eine andere politische Stoßrichtung drin. Aber jetzt mit diesem Laissez-faire, ja, was also bei Polanyi dann der Vorteil ist, bei diesem erweiterten Begriff, ist, dass er schon nicht nur einen Staat in den Blick nimmt, sondern das eigentlich letztlich als ein globalisiertes System versteht. Und zum Beispiel, was Polanyi dort konkret benennt als revisionistischer Marxist, ist, dass Menschen auch verarmen können aufgrund von internationaler Arbeitsteilung. Also beispielsweise englische Landarbeiter werden nicht deswegen arm, weil sie ihr Feudalherr ausbeutet, sondern weil eben das Getreide in den USA sonst wo produziert wird. Ja, also insofern hat dann dieser globale Laissez-faire-Kapitalismus mit diesem Element global hat dann eine etwas andere Reichweite. So, und zum Neoliberalismus-Begriff, ja, der hat insofern eine andere Schlagseite, weil er eigentlich sich zuspitzt auf eine politische Ökonomie, auf Wirtschaftspolitik. Ja, also insofern kann man sagen, ist das etwas eingeengter und in mancher Hinsicht schmäler als Kapitalismus. Ja. Aber so hat jeder Begriff so seine Vor- und Nachteile. Ich benutze den Neoliberalismus-Begriff insofern ganz gern, weil da gibt es eine lange intellektuelle Vorgeschichte seit der Zwischenkriegszeit, dann eine Radikalisierung in den 60er, 70er Jahren, eine Selbstradikalisierung der ökonomischen Denker, unter anderem dafür steht Hayek, der vorhin ja erwähnt wurde in der ersten Frage, durchaus mit autoritären Tendenzen. Dann später bekennen sich sogar die Ökonomen, die früher selber für den Neoliberalismus plädieren, eigentlich nicht mehr dafür, da wird das eher negativ besetzt, aber ich glaube, was schon wichtig ist an dem Begriff, ist auch da diese globale oder internationalistische Komponente. Also Manchester-Liberalismus, wie gesagt, eigentlich eher in einem Land, gut, vielleicht auch in mehreren Ländern, aber dieser Neoliberalismus war so international, wurde getragen von internationalen Institutionen, von Land zu Land weitergegeben, auch wenn solche Reformen durchgesetzt werden sollten, berief man sich immer auf auswärtige Vorbilder. Also es war sehr internationalistisch. Und ich glaube, das ist sozusagen der Vorteil, ja, wenn man diesen Begriff benutzt, dass das damit in den Blick kommt. Ob der Begriff dann in 20 Jahren noch hauptsächlich benutzt wird oder man vielleicht eher zu Kapitalismus zurückkehrt oder eben zu diesem Laissez-faire, das ja auch auf eine bestimmte Zeit bezogen wird, sich weisen. Also die Begriffe werden auch immer wieder mal verändert, aber jeder hat so seine gewisse Stoßrichtung und seine Berechtigung. Würden Sie akzeptieren, dass es im Begriff des Liberalismus zwei Stränge gibt, einen gesellschaftspolitischen Strang und einen ökonomischen Strang, die natürlich miteinander korrespondieren und zum Teil ineinander übergehen, zum Teil aber auch nicht? Also da gibt es verschiedene Ebenen des Liberalismus und zum Beispiel ein Friedman oder andere von der Chicago School werden jetzt beispielsweise nicht
gegen Abtreibungen aufgetreten. Ja? Der Friedman übrigens zum Beispiel ist nicht zu Pinochet gefahren, ja, nach Chile. Also insofern war er tatsächlich jetzt pro-demokratisch. Also, ja, aber jetzt so in puncto gesellschaftspolitischen Einstellungen waren die nicht illiberal. Ja? Also, da muss man dann schon... muss man schon trennen und sozusagen, da soll man dann auch fair sein. Ja. Ja, und das meine ich, wenn man also Popanz alle schlechte Reihen draufschlagen, das führt dann auch nicht weiter. Aber ich glaube, das meinten Sie vielleicht auch, oder? Mit dieser Frage des Neoliberalismus, vielleicht ist man manchmal ein bisschen übersättigt mit diesem Begriff, was ich verstehen kann. Ja, die nächste Wortmeldung war hier bei Ihnen, aber Sie haben kein Mikro, das ist irgendwo anders. Ich weiß nicht, wo jetzt ein Mikro ist. Hier der, ja. Genau, da bleiben Sie stehen. Gut, zurück zum Parteienspektrum der 1990er Jahre. Über die Sozialdemokratie, Sozialisten haben wir schon gesprochen, wobei das große Handicap war, dass da natürlich sehr viele ehemalige Parteifunktionäre waren, die sich an der Privatisierung bereichert haben, Korruption am Rande und so weiter, die waren also nach einer gewissen Zeit ziemlich angepatzt. Aber was geschah mit den eigentlich Konservativen? Die sind ja auch weg. Nehmen wir das Beispiel Ungarn. Die ersten demokratischen Wahlen in Ungarn hat das Demokratische Forum unter einem gewissen Anteil gewonnen, der ungefähr die Politik vertreten hat, die die ÖVP vertreten hat damals, die CDU in Deutschland. So, der ist, und Fidesz, Orban war damals schon Parteichef, bei der Fidesz war eine kleine liberale Partei, noch gar nicht autoritär, das ist später gekommen. Und diese konservativen Parteien im klassischen Sinn, Beispiel noch einmal CDU, sind ja komplett verschwunden mit der Jahrtausendwende. Wieso ist das passiert? Wieso hat die klassische konservative Partei einfach keine Chance mehr gehabt und ist von den rechtspopulistischen Parteien komplett eingesteckt worden? Gut, bitte. Ja, danke für dieses Statement. Also im ersten Punkt, da würde ich zustimmen, wobei ja, also wenn jetzt auch viel von einer Krise der Linken diskutiert wird, und ich finde auch zu Recht, ja, und auch der gemäßigten Linken, der Sozialdemokratie, würde ich sagen, gibt es da insofern immer noch ein Fundament. Also erstens gibt es nach wie vor Arbeiter und Gewerkschaften, außerdem gibt es ja ein neues, ich würde mal sagen, Dienstleistungsproletariat. So, und wenn man das mal einbeziehen kann und vielleicht auch mobilisieren kann, dann ist da immer noch eine Basis da und da gibt es auch Chancen, übrigens auch für die Gewerkschaften. Bei den Konservativen, mit denen befasse ich mich jetzt weniger, wie gesagt, ich bin kein Parteienforscher, kein Parteienhistoriker. Ob die schon so um die Jahrtausendwende so verschwunden sind, schwer zu sagen. USA, ja, mit Bush könnte man, also dem jungen Bush könnte man in manchen Ländern sozusagen das mittragen und dafür argumentieren. Was mich am meisten erschreckt, ist eigentlich dieser Rollover, Entschuldigung, nicht so viele Anglizismen, aber diese quasi ja fast schon Übernahme in den vergangenen 3-4 Jahren. Ja, seit diesem Annus Horribilis. Also eigentlich die mangelnde Reaktion auf diesen Rechtspopulismus und eben auch Rechtsnationalismus. Ich meine, es gibt schon noch Widerstände, so ist es nicht. Ja? Sonst wäre auch vielleicht die letzte Bundespräsidentenwahl anders ausgegangen. Ja, Fischler und andere haben sich ja dann doch anders positioniert. Aber was man sonst so beobachten kann, ist ja, in vieler Hinsicht eine Anpassung, manchmal sogar eine Anbiederung, also eine Übernahme von diesen Positionen. So, ich nenne jetzt keine Parteien und keine Politikernamen. Zweitens, manchmal gibt es ja quasi eine komplette Anverwandlung, Brexit, konservative Partei, ja, die dann plötzlich sozusagen zu einer zweiten
UKIP wird, ja, mit Johnson. Also das ist gar keine Response mehr, sondern sozusagen wirklich ein Marsch in diese Richtung, in einer Geschwindigkeit, dass man nur noch erstaunt zuschauen kann. Oder aber tatsächlich eigentlich die komplette Übernahme, beispielsweise der Republikanischen Partei. Also das ist ja gekapert, da ist wirklich nichts mehr davon übrig. Richtig. Und das ist in der Tat erschreckend. Ja. Die tieferen Ursachen dessen, da müsste man jetzt wahrscheinlich länger philosophieren. Ja. Also Schwarz stand ja mal für was. Vielleicht muss man auf dieser Ebene vielleicht sogar mal manchmal Säkularisierung und nachlassenden Einfluss von traditionellen Werten vielleicht sogar mal beklagen. Also ich tue das nicht so sehr, aber von meiner Einstellung heraus, aber ja, vielleicht wird man das mal tun in gewissen zeitlichen Abstand. Also Schwarz hat da mal auch was anderes bedeutet. Ja. Es gab ja auch mal sowas wie die christliche Soziallehre. Warum sich das so abgeschwächt hat, zumindest jetzt es auf jeden Fall so wirkt, dass es so schwach geworden ist. Vielleicht beurteilen wir das in 5 oder 10 Jahren auch wieder anders. Das ist in der Tat eine Frage. Ja. Aber ich würde sagen, die Auflösung zum Teil von Milieus, nachlassende Kirchenbindung, Strukturwandel auf dem Land, ja, dass es eigentlich das Land als solches ja nicht mehr so gibt wie früher. Also kann man noch lang weiterdenken, warum das so gekommen ist. Aber eine wirklich fertige Antwort habe ich nicht. Gibt es eine weitere Wortmeldung? Sonst habe ich noch eine. Es waren noch ein paar da hinten. Ah ja, gut. Ich sehe es nicht, aber egal. Also, was abgehört? Hat jemand das Mikro und spricht oder spricht noch nicht? Na. Die gehen fort, das ist was anderes. Naja, das ist 10 vor 9. Ja, ja, na gut, dann habe ich eine letzte Frage, nämlich das Pendel des Karl Polanyi. Ja. 2008/2009 gab es die große Finanzkrise, 2015 gab es die sogenannte Flüchtlingskrise und beides hat den populistischen rechtsnationalistischen Kräften geholfen, weil sie versprochen haben, das menschliche Schutzbedürfnis befriedigen zu können, was sie sicher nicht können, aber de facto haben sich die rechtsnationalen Parteien haben sehr stark zugelegt, also in Deutschland die AfD immer mehr, in Österreich die ÖVP, wobei man korrekterweise sagen muss, zunächst war die rechtsnationale Partei natürlich die FPÖ und die hat auch zunächst zugelegt. Dann hat ihr aber die ÖVP das zentrale Thema der Flüchtlinge weggenommen und die FPÖ ist ja sowieso jetzt nur mal mit sich selbst beschäftigt. Das heißt also, die rechtsnationalen Parteien haben aus beiden Krisen gewonnen. Und jetzt kann man fragen, wie weit sich dieses Pendel, das so stark nach rechts ausschlägt, und das hat es schon getan bei der großen italienischen Krise Anfang der 90er Jahre mit Berlusconi, irrt sich dieses Pendel oder ist das jetzt eine gewisse Automatik geworden, wenn es ernst wird, schlägt es nach rechts aus? Also jetzt mal auf Polanyi bezogen, er lässt es ja eigentlich sein Stück weit offen. Ne? Also hier ist, ja, sozusagen, wenn man jetzt mal von Ihnen aus betrachtet, also hier ist rechts oder sagen wir mal neoliberal, völlig freie Marktwirtschaft. Gut, dann schlägt das Pendel um den Schutzbedürfnis und dann gibt es Widerstand. Dann schlägt es hin zu Protektionismus, Ende 19. Jahrhundert. Oder wie er dann sagt, in der Zwischenkriegszeit zum Faschismus. Wobei eigentlich, wo das Pendel dann so wirklich hingeht, das lässt er eigentlich offen. Ja. Wenn man nur wir stellen jetzt fest,
Es rutscht immer auf eine Seite. Rutscht es immer so. Also es gab ja auch mal, es ging schon auch mal in eine andere Richtung. Also beispielsweise in Italien, in der Wahl 2013 war es bei Movimento Cinque Stelle, also eine neue Linkspartei, enorm erfolgreich. Ja, PD, nicht, also Partito Democratico nicht mehr so. Und da könnte man jetzt wieder nachdenken, warum und mit diesen Narrativen und die kulturelle Message, aber auch die Gewerkschaften, die eigentlich sich lang auch dort immer primär um die gekümmert haben, die eigentlich schon feste Jobs hatten, ja, zum Glück. Und alle, die prekär beschäftigt waren, eben nicht mehr einfangen konnten und zum Teil auch wollten. Ne? Und ja, also auf jeden Fall hat dieses PD-Milieu, was mal so mächtig war, also auch das postkommunistische im Sinne von KPI, hat dann halt nicht mehr so diese Bindungskraft gehabt wie vorher. Aber trotzdem, erstmal gab es eine neue Linkspartei, so, mit neuen Strukturen. Und insofern ist es erstmal in diese Richtung ausgeschlagen. Griechenland, Syriza wäre auch ein Beispiel. Ne? Gut, dann Wahlen werden gewonnen, verloren. Ja, also das weiß nicht, ob man das immer mit dem polanischen Pendel sozusagen. Das polanische Pendel schlägt ja über einen sehr langen Zeitraum. Und manchmal gibt es halt auch kürzere Periodisierungen und Pendelschläge und dann müssen wir das wieder runterbrechen. Und dann geht es sich vielleicht nicht mehr ganz aus, mit das immer mit einem Pendel zu bezeichnen. Aber jedenfalls, es gab schon auch Gegenreaktionen in diese Richtung. Frankreich, Hollande. Nur wenn dann diese linken Parteien, ob jetzt so eine ältere, französische Sozialisten oder eben woanders, ja, Sozialdemokraten, ja, gemäßigte, wenn die dann an der Macht waren, Obama, der für unsere Verhältnisse ist er pure Mitte, für amerikanische Verhältnisse sehr links. Ja. Ja, was konnten die dann wirklich machen? Ne? Das ist halt auch sehr begrenzt. Also Obama, gut, Krankenversicherung, aber wiederum, weil eben diese ganze Privatisierung des Gesundheitswesens schon so verfestigt war und auch schon so viele Menschen so sehr in diesem privaten Versicherungssystem drin gehängt sind, eben ja kein National Health Service, sondern ein letztlich eigentlich neoliberal, nämlich privatkapitalistisches Gesundheitsversicherungssystem. Etwas widersprüchlich und eben, ja, ein bisschen nach links, also für amerikanische Verhältnisse sogar relativ weit, aber wie weit trägt das? Und auch jetzt in Italien, ja, was kann seine Regierung wirklich machen? Ja? Also dass auch die Handlungsfähigkeit von nationalstaatlichen Regierungen ist ja dann letztlich auch begrenzt. Was übrigens wiederum, dabei haben wir die Frage mit dem Neoliberalismus ja eben schon, mit dieser globalen Hegemonie dieses Neoliberalismus, oder nennen wir es halt mit Polanyi, globaler Kapitalismus, heute eher Finanzkapitalismus, vielleicht als laissez-faire zu tun hat, da sind die Einflussmöglichkeiten gar nicht so groß. Also insofern gibt es ein grundsätzliches Dilemma. Ja, selbst wenn das Pendel nach links schwingt, was in einigen Ländern so geschehen ist, wie viel kann eine Regierung dann wirklich erreichen? Und wie groß sind die Erwartungen und wie groß sind dann wiederum die Enttäuschungen? Also das ist schon auch sehr schwierig und insofern bei aller Kritik möchte ich auch nicht sozusagen in der Haut eines, so bin ich Historiker, in der Haut vergangener sozialdemokratischer Politiker gesteckt sein. Die hatten es, glaube ich, nicht leicht. Ne? Viele von ihnen nicht. Und insofern, ja, im Rahmen dieses dieser neuen Ordnung oder dieses globalen System, wie sich es eben dann nach 89 etabliert hat, ist der Spielraum für seinen Pendelschlag nach links begrenzt, selbst nach der Krise. Das ist meine Beobachtung. Und man muss wahrscheinlich vielleicht auch manchmal viel basaler anfangen. Also wenn man das erreichen will, dass das, dann braucht es vielleicht auch wieder Basisarbeit und unter andere Mechanismen. Man kann jetzt ja über dieses System schimpfen und über all diese Ungerechtigkeiten und über diese mangelnden Spielräume, aber es gibt ja immer Spielräume. Nur ist dann die Frage, inwieweit nutzt man die oder kann man die nutzen? Und vielleicht ist es auf
da muss man auch auf ganz grundsätzlicher Ebene wieder anfangen. Also die ursprüngliche Sozialdemokratie hat ja auch mal ganz klein angefangen, ganz grundsätzlich auf Betriebsebene, sehr stark verfolgt, ja, immer wieder unterdrückt, hat sich gesammelt, organisiert, das hat ja auch gedauert. Ja. Auch die Gewerkschaften, ein langer Weg. So, und das alles zusammen, das geht wahrscheinlich nicht so schnell, braucht man einen langen Atem, wo man den hernehmen kann und welchen Ressourcen und so, das ist dann noch die andere Frage, aber ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass beispielsweise die weißen Arbeiter, die den Trump gewählt haben, also früher oder später werden sie es spüren oder merken, wie das jetzt im Herbst ausgeht, weiß kein Mensch und wie beschädigt dann das ganze System ist, weiß erst recht niemand, aber auch in den Midlands in England, mal sehen, ja, ich habe dann immer noch Vertrauen, dass das eben dieses Pendel, das ist jetzt ziemlich weit nach rechts ausgeschlagen, aber wo das dann hinführt und kann auch wieder umschlagen. Gut, da bin ich dann also doch immer noch Optimist. Das Pendel möge wieder, ohne dass die Sozialdemokratie von vorn anfangen muss. Und, nicht von vorn. Aber damit aber sind wir von unten und am Ende, Basis. Am Ende dieses Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung. Und letzter Hinweis, draußen gibt es einen Büchertisch und wenn Sie darauf Wert legen, wird der Verfasser der Bücher diese auch mit seiner Unterschrift entwerten. Danke vielmals. Danke.